Na gut, Leute, wir fangen an mit RimWorld. Nicht Trimworld, RimWorld. So, okay, ich glaube, es ist Folge 5, oder? Bin mir nicht mal sicher. RimWorld. Ich weiß nur, dass letztes Mal was richtig Beschissenes passiert ist, über das wir heute jetzt reden müssen. Und das regt mich eigentlich selbst auf, dass es so weit gekommen ist. Wir gehen auf den PC, ich mach den Sound an. Spiel laden. Ja, letztes Mal war Folge 4, heute ist Folge 5. Let's go. Also, für die, die nicht dabei waren, in der letzten Folge sind wir in der Rangliste der Royalen 1 aufgestiegen. Das bedeutet, wir haben mehr Zielkräfte. Wir können jetzt betäuben und einen Entropie-Link machen. Aber Chat hat auf einmal Ansprüche. Er will jetzt Kleidung, weil er ist Landjunker. Keine Ahnung, was das bedeutet. Er will ein Schlafgemach und er will einen Thronsaal. Und es fuckt mich ab. Weil das hat sich nicht gelohnt, diesen Entropie-Link dafür zu bekommen. Eine Frage. Können wir wieder deranken? Also können wir wieder schlechter werden? Geht das? So, dann haben wir, wie immer, unsere Tiere mit dabei. In der Kolonie leben aktuell Chat, um den es geht. Das ist der Mann, um den die ganze Staffel hier geht. Sir Belicious, unser Mitbewohner. Und der Wendler. So, ja, Wendler ist unser Scharfschützen-Sniper, SWAT-Navy-SEAL-Experte. Ist aber der schlechteste Schütze, den ich jemals in einem Run hatte. Ist unglaublich. Und das Problem ist, ich weiß gar nicht warum, weil sein Fernkampf ist auf 5. Ist jetzt nicht so, dass er irgendwie kacke ist oder so, aber er kriegt es einfach nicht hin. So, na gut. Also, Wendler ist mit dabei. Wir sind also eine 3-Mann-Kolonie mit diversen Tieren. Wir haben 2 Haustiere, einmal Nasrim, ein Geiss und Mastermind, unser Bison. Die sind sogar unser Bison sagt, dass Wendler ein Plepp ist. Dann haben wir beim letzten Mal unseren Geothermalreaktor gebaut. Das heißt, wir haben jetzt Strom, aber den benutzen wir noch nicht, weil wir noch keine Stromleitung gelegt haben. Wir haben 3 Schlafgemächer, in denen die 3 Jungs schlafen. Wir bauen unsere Krankenstation gerade aus, die auch halb Gefängnis ist. Also es ist nicht nur Krankenstation, sondern auch Gefängnis. Dann haben wir hier unser Arbeits-/Lagerbereich. Hier ist auch Essensbereich, so mehr oder weniger, und Eingangsbereich. Und hier haben wir normalerweise unseren Kühlschrank, der ist aber noch nicht ausgebaut. So, Titelbelohnung. Um Landjunker Chet Exotic für seinen neuen Titel zu würdigen, hat die Fraktion das Rote Königreich ihm folgende Belohnung geschickt. Ah, den Psi-Verstärker, den haben wir auch schon genommen. Mann, also können wir... Was ist los? Chat ist im Kampfmodus. Oh, fuck! Danke, Chat. Boah, der hat jetzt die ganze Zeit da rumgestanden. Sorry. So. Also, das ist jetzt sozusagen die Base. Das hier ist unser Eingangsbereich mit den Fallen. Ist alles noch sehr überschaubar und eigentlich noch geordnet. Ist eigentlich alles ganz cool. Hilfe anfordern ist mega stark, hat aber einen Cooldown. Okay, das bedeutet, also für mich würde das Folgendes bedeuten. Wir werden einen Thronsaal bauen
Und wir werden irgendwann Klamotten für Chat bauen. Und ein Schlafgemach. Musst du gerade husten, sorry. Aber wir werden wahrscheinlich nicht über den Rang des Landjunkern hinausgehen. Matteo, ich wollte dir mal sagen, dass ich sehr stolz auf dich bin. Die letzte Folge war richtig gut gespielt. Echt? Let's slip the pox of war. Du bist heute der Chat-User des Tages. Baust du bitte Heu an? Wir wollen im Winter nicht verhungern. Mastermind. Ich habe schlechte Nachrichten für dich. Wir werden dich im Winter essen. So. Wir haben gerade einen vulkanischen Winter. What the fuck? Ah, wir haben eine Quest angenommen, in der ein künstlicher vulkanischer Winter erzeugt wurde, damit irgendjemand sich freut und sich das angucken kann. Weiß nicht warum. Aber wir kriegen dafür auch was zurück. Es geht noch 11 Tage. Und dann kriegen wir unsere Belohnung. Okay. So, wir haben hier unsere Felder, die wir anbauen. Wir haben hier ein Maisfeld, was so mehr oder weniger bestellt wird. Dann haben wir hier ein Medizinfeld. Wir haben gerade 21 Medizin, das ist okay. Dann haben wir hier ein größeres Reisfeld direkt an der Base dran. Das finde ich ein bisschen gefährlich übrigens. Weil Angreifer, die wollen oft die Felder, oder die machen das oft, die stecken die Felder in Brand. Dann könnte dieser Brand übergehen auf diese Holztür. Und wenn die Holztür abbrennt, dann können die Leute einfach in unsere Base rein, ohne durch unsere Fallen zu laufen. Ist auf jeden Fall ein Gefahrenherd. So, lass mich mal jetzt gerade kurz gucken. Wir haben viel Eisen. Gehen wir auf Strom. Aber Matteo, wir haben doch noch Kinderriegel im Haus. Ja, wir machen dann aber Bisonriegel für den Winter. Mach doch dort eine bessere Tür. Ist eigentlich eine gute Idee, oder? Das Royalty-System ist doch das neue im DLC. Genau. Wir spielen den neuen DLC. Ah, guck mal, wir haben hier diese Stromleitung schon gelegt. Okay, Chat, wo legen wir jetzt unsere Priorität drauf? Wollen wir? Also, was möchten wir zuerst? Einen gekühlten Lagerraum für Essen. Das heißt, wir bauen erstmal hier Klimaanlage rein. Oder wollen wir erst Belichtung bauen in allen Räumen? Oder einen Nährstoffpastespender? Was wäre am wichtigsten? Kühlung und Licht, Doppelbett für Chat, Thronsaal. Erstmal einen Thronsaal. Ah, stimmt, weil Chat sonst schlechte Laune bekommt, ne? Okay, was müssen wir machen, damit wir einen Thronsaal... Wie sieht so ein Thronsaal aus? Wie kann ich mir ansehen, wie ein Thronsaal gebaut werden muss? Nährstoff ist mittlerweile gar nicht mehr so gut. Matteo, gibt es wieder eine Killbox? Aktuell noch nicht. Ich überlege, ob ich in diesem Run eine Killbox baue, bei der wir mit Temperatur arbeiten. Also eine Killbox, in der dann super krass hohe Temperaturen erzeugt werden und die Leute verbrennen. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das umsetze. Wir könnten die Abluft von unserem Generator hier nehmen und das vielleicht so irgendwie benutzen. Gegner zu Tode grillen. Ja, so in der Richtung ungefähr. Hab gehört, Chat will einen Thron aus Eisen. Also eine Sauna, ja. Thronsaal gleich Toilette. Matteo, Chat kann jetzt Verstärkung rufen. Da kommen instant 4 Typen angeflogen und bekämpfen Feinde. Echt? Hey, das ist ja mega stark, dann wirklich, oder? Ist das nicht schlecht gegen Mechanoide? Ich weiß überhaupt nicht, ob das gut ist, um ehrlich zu sein. So, wie ist erstmal das Bett? Wie groß muss denn ein Thronsaal sein? Wie sehe ich denn das? Auf Titelinformation Bio Character. Hier so. Bio. Titelinformation Landjunker. Anforderungen Thronsaal. Thron. Raumgröße 24 Felder. Warte mal, ich habe Mathe, habe ich eine 3 plus? Oder eine 3? 24 Felder, das bedeutet 6 mal 4. Oder 5 mal 5, weil dann haben wir 25, haben wir sogar einen mehr.
Ich habe ja schon 5x5. Das ist ja schon, das haben wir ja schon. Dann 24 Felder Bodenbelag, Feuerschale mal 2. Alle Feuerschalen müssen brennen. Frage an den Chat. Darf mein Thronsaal gleichzeitig mein Schlafsaal sein? Matteo, erinnerst du dich noch, als wir auf Twitter über die Vorteile und die guten Mahlzeiten geredet haben? Der Mutunterschied sind fast 15 Punkte. Lass doch dieses Mal die Paste weg, solange du jemanden zum Kochen hast. Machen wir jetzt auch. Wir lassen diesmal den Nährstoffpaste-Spender mal weg und wir gucken mal, wie gut wir fahren mit einem Koch. Ein paar Leute sagen nein, ein paar Leute sagen ja. Die meisten Leute sagen aber nein. 82% der Leute sagen nein. Die Bedürfnisse an Schlafgemach werden auf ca. 35 Felder, freie Felder nach Möbeln steigen. Ja, aber ich will ja nicht weitergehen. Das bedeutet, wir bauen also unser Schlafgemach hier und vielleicht sollten wir hier unseren Thronsaal bauen. So, schauen wir mal ganz kurz nochmal nach den... Also Anforderung Thronsaal, Anforderung Schlafgemach, Raumgröße 16 Felder, Bodenbelag und Doppelbett. Das bedeutet, wenn ich einfach nur jetzt ein Doppelbett baue, haben wir schon mal das eine Problem gelöst, oder? Ich werde also Möbel, königliches Doppelbett braucht 50 Gold. Wir nehmen ein normales Doppelbett. Da, wo die Säulen stehen. Was meint ihr damit, da, wo die Säulen stehen? Soll ich da das andere hinbauen? So, das jetzt ziehen wir um. Neu installieren, machen wir hier daneben. Ja, das sieht gut aus. Okay. Ist das mit der Royalty nur für einen Kolonisten? Ich glaube, es könnten auch mehrere Kolonisten theoretisch royal werden, oder? Jedenfalls haben wir uns dazu entschieden, Chat royal werden zu lassen. Weitergehen macht mega Sinn. Man bekommt so viele gute Perks. Also ich finde, wir sollten das dann später individuell entscheiden. Also wenn wir jetzt merken, Thronsaal und Schlafgemach kriegen wir easy hin, dann können wir versuchen, wirklich aufs nächste wieder zu gehen. Also immer so Step by Step. Würde ich mal schauen. Für was steht das TS in Royal TS? Truthahn-Sandwich. Tomatensalat. Okay, war aber nah dran. So, wir lassen ihn mal schnell schlafen. Wir schauen jetzt mal ganz kurz, wann verdirbt denn unser Essen? 2,1 Tage, 2,2 Tage, 2 Tage, okay. So, dann werde ich, wir werden jetzt Licht anbringen. Stehlampe. So, Sir Belicious baut hier schon. Guck mal, wie geil der ist. Ich liebe Leute, die einfach krass produktiv sind. Guck mal, Sir Belicious, der ist einfach ein Arbeitstier. Jetzt spielt der Hufeisenspiel, fuck. Solange du nur ein paar Räume und Möbel bauen musst, geht das klar. Ja, das Problem ist, sind die Klamotten. Zwei Arbeiter sind zu wenig für die gestiegenen Anforderungen eines Landjunkers. Wir werden ja wahrscheinlich schnell genug oder sehr bald... Wie, das Bett ist normal. Wir machen mal neu installieren. Ich müsste eigentlich einen weiteren Raum anlegen. Ich baue das Bett mal hier hin. Wir könnten den Thronsaal in einen von den beiden Räumen wirklich machen. Ich fand die Idee, glaube ich, ganz gut. Vielleicht machen wir den Thronsaal hier oben rein. Reißen wir hier alles ab, machen den Boden hier schön. Thron, ja. Doppelbett zuweisen, stimmt. Hm.
So, hat Chat jetzt schon das Bett? Also ist er jetzt schon happy? Bedürfnis. Brauchbarer Schlafsaal. Warum denn brauchbar? Aber kein Thronsaal, in der Kälte geschlafen. Das hier reißen wir ab. Das hier reißen wir ab. Wir reißen jetzt alle Fackeln ab, weil die brauchen wir nicht mehr mit Strom. Ich denke, wir sollten auch langsam... wir sollten langsam drüber nachdenken, ob wir Batterien bauen, damit wir Strom speichern können. Forschung? Stimmt, wir schauen mal bei... Haben wir Batterien schon erforscht? Ja, die Batterie ist schon erforscht. Aber als nächstes wollten wir Schmiede und dann Mechanik erforschen. Erd, Schlachtbank etc., ja. Okay, aber dafür muss ich erstmal dafür entscheiden, wo wir unseren Thronsaal machen. Weil da, wo der Thronsaal hinkommt, da werden wir nicht unseren Herd hinbauen. Wollen wir den Thronsaal hier oben hin machen? Also wer ist dafür? Thronsaal hier oben 1, Thronsaal hier unten 2. Herd, Klima, Heizung, Batterien. Bau den Thronsaal extra. Aber wofür brauche ich denn diesen Raum hier sonst? Fuck. Reicht das überhaupt von den Maßen? Weiß ich nicht. Die meisten, also mehr als die Hälfte sagt 2. Also diesen Raum hier. Okay, wir werden angegriffen, Chat. Eine Außenweltlergruppe der Fraktion Südost-Esfinera ist in der Nähe eingetroffen. Sie werden sich vor dem Angriff noch vorbereiten. Bereite die Verteidigung vor oder attackiere sie mit einem Präventivschlag. In der Außenweltlergruppe sind Verwandte deiner Kolonisten oder Gefangenen. Was? Oh mein Gott! Chat, unsere Mutter! Unsere Stiefmutter! Ist in der Gruppe! Stadtwächterin Lindberg. Oh nein! Okay, wir springen jetzt noch zu dem... wie viele sind das denn bitte? Das sind 5. Und die haben Waffen dabei. Okay. So, Schritt Nummer 1. Tiere. Sollen in den Babysitter Room. Die Menschen sollen in den Panic Room. Die Tür hier ist auf, die auch. So, die Leute kommen rein. Wie sind wir bewaffnet? Wir haben eine automatische Maschinenpistole, also eine schwere. Dann haben wir so eine Mini-Uzi und einen Revolver. Okay. Die kommen von da oben. Ich weiß nicht, ob die Fallen reichen, wenn es 5 Stück sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gib mir Knarre, ich mach die platt. Fallen sollten reichen, ja. Wir können auch versuchen, ein bisschen zu fighten, bevor die kommen, ne? Die chillen da oben noch ein bisschen. Du musst nur 3 töten. Mit der schweren MP gegen die Stiefmutter, Monke S. Hilfe rufen. Wir könnten das mit dem Hilferufen mal testen, aber das hat ja einen langen Cooldown, oder? Fordere mit einer königlichen Sondererlaubnis militärische Hilfe an. Jede Art von Hilfe kann einmal kostenlos verwendet werden. Danach dauert es eine Weile, bis sie wieder kostenlos ist. Du kannst königliche Gunst investieren, um die Hilfe öfter zu verwenden. Sinken wir dann in königlicher Gunst, oder was? Also den Angriff schaffe ich noch so, das machen wir jetzt nicht. Okay, wir werden angegriffen von Lisa Pfiffi, Funky Beutlin, Waldfee, Terrible Pun und Just Brutzel. Okay. Nur wenn du es öfter benutzt. Laserjord gesubbt für 3 Monate und schreibt Grüße aus Hessen gehen an den Hessen Matteo. Ey, Grüße zurück. Grüße zurück nach Hessen, Mann. Danke dir. Okay. So, wir werden schauen, wann die jetzt angreifen. Aber ich denke, jetzt werde ich so fighten können. Die haben keine krassen Waffen, das sind nicht super viele Leute. Es wird auf jeden Fall machbar sein.
Sofern die hier reinkommen. Wenn die in den Raum hier reinkommen, ist kein Problem. Ich würde gerne wie beim letzten Mal so einen langen Kampfgang bauen, wo unsere Leute sich aufstellen und schießen können und die anderen müssen dann durchlaufen. Sowas in der Richtung. So, ich mache mal schneller ein bisschen die Zeit. Wir haben Snickers dabei. Dann seid ihr verloren. Wenn ihr Kinderriegel gehabt hättet, dann hättet ihr eine Chance gehabt, aber mit Snickers habt ihr keine Chance. Dann mal schneller. Okay, geht los. So. Von der Stimmung her geht's allen gut. Serbilicious ist ein bisschen... Ach, Serbilicious war ja Pessimist. Wurde beleidigt, what the fuck. In der Kälte geschlafen, scheiße. Leichter Erholungs... Ne, Entspannungsmangel. Okay, also die kommen reingebrettert. Let's kill them all. Okay, stell mal alle auf. Nur just in case. Also der Wendler hat einen Revolver, den stellen wir hier hin. Hä? Seit wann machen die das eigentlich, dass die in eine Falle laufen und dann drehen die wieder um und lassen andere vorlaufen? Warum baiten die so ihre Mates? So, wir stellen Serbilicious hier hin und Chat stellen wir hier hin. Okay, einer ist schon RIP. Vorsicht fallen. Ist es unsere Mutter, die RIP ist? Nee, wer war denn nochmal unsere Mutter? Was machen die da? Ja, wir lassen ihn weiterlaufen. Okay, zwei sind down und die sind nicht tot. Warum drehen die nicht um? Es sind drei down, warum drehen die nicht um? Fuck. Ich ergebe mich mental. Weil nicht tot. Mutter ist tot. Wo ist Mutter tot? Ist das hier Mutter? Wir müssen sie retten, wenn es geht. Okay, wir schießen ihn jetzt zu Klump. Der hat dem Wendler einen Headshot gegeben. Der dreht sich um, macht einen 180 Headshot direkt oder was? Was soll denn die Scheiße, Mann? Ich ergebe mich, verarscht. Oh, fuck, ey. Aber das Gute ist, beim Wendler ist ein Headshot nicht tödlich. Weil da ist kein lebenswichtiges Material getroffen worden. Okay, also soweit nicht so schlimm. Aber der schießt jetzt die ganze Zeit. Wir schicken mal ihn vor. Ist es dein Ernst, Serbilicious? Er steht davor und trifft nicht. Okay. Rest in peace, Wendler. Tod in 7 Stunden. Alles klar. Sterben wir jetzt an dem einen hier? Der hat eine Inselbegabung im Gehirn. Alter, was war denn das jetzt für ein... Wir wären da fast gestorben an dem Scheißkampf. Klassischer Kieferschuss. So, jetzt erstmal, wie rette ich denn jetzt die Leute? Ah, ne, hier. Fuck my life, ey. Ich kann gar nicht alle retten. Wer ist denn unsere Mutter? War das hier unsere Mutter? Bekannter? Ne, es war nicht unser. Wo ist Mutter? Rette Mutter. Ja, wer ist denn Mutter? Wo sehe ich denn das? Mutter ist weg? Mutter ist weggerannt, oder was? Das Mutter? Fuck. Mutter hat sich krass verändert. Die erste, die abgehauen ist. Ah, die ist hier unten, oder? Ist das nicht Mutter? Stiefsohn, Chat. Okay, hunten wir Mutter jetzt. Lass mal ihre Stats gucken. Stumm. Ackerbäuerin, so, verweigert sozial. Merkmale, neurotisch und freundlich.
Zusammenbruchschwelle plus 8%. Pflanzen und Tiere ist ja krass, ey. Unsere Mutter ist 32. Nochmal auf Körper. Tod in 8 Stunden. Ich kann sie nicht mehr retten, oder? Wir müssen unsere Leute retten. Wie alt ist Chat? Chat ist 28. Stiefmutter. Ist, stimmt, ist nur die Stiefmutter, Leute. Ist nicht so wichtig. So. Okay, dann versuchen wir jetzt mal, wen retten wir? Wann stirbt ein Sir Belicious? In 7 Stunden. So, wir retten jetzt erstmal den Wendler. Wir machen hier eine Krankenstation draus. Nehmen wir mal den Wendler, packen wir in sein eigenes Bett. Dann machen wir hier draus eine Gefangenenkrankenstation. Da haben wir nämlich 3 Betten, wo wir die Leute reinstecken können. Sir Belicious machen wir auch ein Krankenbett raus. So, dann soll Sir Belicious in sein Bett gehen, das ist gut. Wir retten erstmal den Wendler. So, wann sterben die? Wann stirbt Lisa? In 6 Stunden. Ist Lisa gut? Verweigert nichts. Starkes Immunsystem, blutrünstig und hübsch. 16. Chat, wir müssen sofort Lisa retten. Dann Just Brutzel. Der ist 40, verweigert nichts. Psychisch hochsensibel. Nee, den lassen wir sterben. Und was mit Funky Beutlin? Verweigert sozial. Nachteule, Nudist und zäh. Den müssen wir auch retten. Wir müssen die alle, wir müssen die beiden hier retten. Wer stirbt denn zuerst von den beiden? In 9 Stunden, das heißt, wir können Funky Beutlin noch ein bisschen liegen lassen. Aber Lisa müssen wir direkt retten. Wir sagen also Sir Belicious, er soll nicht selber ins Bett gehen, sondern... Warum nicht? Warum ging das nicht? Keine Betten im Gefängnismodus verfügbar, die erreichbar, nicht reserviert und in sicherer... Hä, warum denn die? Warum sind die hier nicht? Zone, ach so, danke Chatman, ich raff das. Dankeschön. So. Okay. Sir Belicious stirbt in 7 Stunden. Ja, I know. 7 Stunden sind lang. Aber wir lassen den Tierraum mal raus. Ja, die Tiere schreien schon. Lass uns raus. So, ab in die Tierzone. So, wir retten erstmal den Wendler. Wo liegt denn unsere Medizin? Da oben. Fuck, die ist mega weit weg. Schafft der Wendler das überhaupt? 6 Stunden. Sir Belicious legt sich hin, der stirbt auch in 6 Stunden. Das wird jetzt ein Operationsmarathon, Chat. Wir retten erstmal den Wendler, dann retten wir Sir Belicious. Dann Lisa Fifi. Obwohl, Lisa ist mir wichtiger jetzt schon als Sir Belicious. Weil Sir Belicious, der ist ja so, der hat ja eine, hier, der ist depressiv oder so. Okay, wir retten als nächstes. Fuck, was mache ich jetzt? Scheiße, ich muss abwägen jetzt. Ich bin wunderschön. Ja, aber Lisa auch. Lisa schreibt auch im Chat, ja, ich bin wichtig. I know. Okay, Chat. Wen retten wir als nächstes? 1, Lisa. 2, Sir Belicious. Und ich fürchte, Funky Beutlin wird es nicht schaffen. Bin ich ganz sicher. Scheiß auf den Wendler. Alter, der Wendler hat einen Kopfschuss gefressen. Der ist krass. Okay, 64% sagen Lisa. Okay. Dann schauen wir es mal. Wir stabilisieren den Wendler nur so lange, bis er gerade so überlebt. 8 Stunden. 7. Komm, ein Ding müssen wir noch verarzten. Wie viele Stunden sind es hier noch? 5. Wie viele Stunden sind es hier noch? 4. Wir müssen jetzt sofort ran. Wir müssen jetzt sofort ran. So, nachdem... So, jetzt... 15 Stunden reicht mir schon. Okay, los. Mach mal, dass diese Türen hier offen gelassen werden sollen, dann geht es schneller.
Bräuchte schnellere Türen, also entweder automatische Türen oder... Genau, geh mal da durch, dann gehen die direkt auf. So, Sir Belicious, 5 Stunden noch. Jetzt wird Lisa gerettet. Noch 3 Stunden. Nimm noch gute Medizin. Lass sie sich selber heilen. Darf Sir Belicious sich selber heilen? Warte mal. Ist er überhaupt guter Arzt? Der hat Medizin 0. Okay, wir testen es mal. Sir Belicious. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Sir Belicious hat einen Medizinskill von 0 und soll sich ohne Medizin selber verbinden. Können wir eine Wette machen, ob er das überlebt? So, wir schauen mal rein. So, währenddessen gehen wir hier rein. Stunden. Ja, Lisa geht schon viel besser, sagt sie zumindest. Ey, guck mal, der hat nur 2 Wunden. Der hat nur 2 Schusswunden. Das könnte klappen. Er hängt sich mit dem Verband. Ich pack das, gib mir nur genug Alk. Okay, Sir Belicious macht das scheinbar wirklich. So, wir schauen mal jetzt, wie die erste Behandlung aussieht. Ey! Vernäht. Qualität 16%. Ich bin ehrlich, ich hätte weniger erwartet. Das ist gar nicht so schlecht. Guck mal, der stirbt gar nicht mehr. Ey, wir haben genug Zeit, um jetzt Dings zu retten. Funky Beutlin. Wie lange lebt er noch? Noch 5 Stunden. Ey, das schaffen wir auch noch. Warte, was mit Just Brutzel? Ah, den wollten wir gar nicht, ne? Der stirbt jetzt auch. Wir schauen ihm genau zu, wie er stirbt. Mal, Sir Belicious ist gerade auf Medizinstufe 1 gegangen. Wenig Medizin. Okay, ein Rest in Peace in den Chat für den armen, wie hieß er noch? Just Brutzel. Er hat den Angriff leider nicht überlebt. So, ich brauche die gute Medizin. Nein, Funky Beutlin, du bekommst nicht die gute Medizin, du bist noch Gefangener. Aber er ist schon über den Berg, geil, Mann. So, warte mal, jetzt muss der Wendler noch weiter behandelt werden, weil der war noch nicht komplett durch, ne? Okay. Mit 0 Medizin sein Herz genäht. Ja, Mann, das ist wie Dings, wie Grey's Anatomy. Matteo, du erinnerst dich noch, dass Sansu und ich noch zurückkommen, oder? Ich habe 2 Leute losgeschickt. Und ich habe die komplett vergessen. Die sind auf einer Mission. Oh no! Scheiße! Wie soll ich denn die durchfüttern? Das wird nix. Ich muss die abstoßen. Was ist, wenn wir umziehen und wir sagen denen nix? Wir ziehen um und dann sagen wir, neue Adresse nicht bekannt. Kannst du wenigstens mein Blut wegwischen? Nein, das musst du selber machen, Sir Belicious. Warte mal, kannst du das machen? Ja. Oh Gott. Oh, Jesus. Ja, geil. Ja, und wieder hingelegt. Warte mal, lass mal hier auch Blut wegwischen. Wir wollen versuchen, Infektionen zu vermeiden. So, sehr gut. Und dann lassen wir hier oben auch mal das Blut weg. Das noch überall wegwischen. Verrückter! Wolfstrudel greift an. Tür noch schließen. Ja, die Türen lasse ich offen. Das ist nicht so schlimm. Okay, wir sind tot. Wenn Wolfstrudel jetzt irgendwas Krasses ist, dann sind wir tot, weil wir keine Fallen haben. Der läuft jetzt einfach rein. Was ist, okay, was könnte er sein? Ein Wolf oder ein Strudel? Ich hoffe, er ist ein Strudel. Nein! Ich sterbe an mir selbst! Ich sterbe wieder an mir selbst! Das ist ein scheiß Waschbär!
Wir machen die Tür zu. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Was will Chat machen jetzt? Ruht sich aus. Ja, da kann sich gleich aus. Wir machen erstmal die Tür zu und schlafen dann einfach, okay? Wir laufen hier hin. Machen die Tür zu. So, dann machen wir das hier wieder weg. Schlafen gehen. Okay, Tür ist zu. So. Alle versorgt, Angriff abgewehrt. Königliche Hilfe? Nee, nicht für einen Waschbär. Du hast doch noch den Stun. Der kommt eh nicht rein. Wendler, verpiss dich von den Türen! Bleib weg einfach, bleib einfach weg. Komplett am Ausrasten, der Waschbär, ey. Geh einfach wieder weg, geh einfach weg. Lass uns einfach in Ruhe, wir wollen einfach chillen. Ne! Hä? Seit wann passiert sowas? Das ist noch nie passiert. Achso, ihr wollt, dass die Zellentür zugemacht wird, stimmt. Seit wann greift ein... Okay, jetzt wird's interessant. Okay, warte mal. Der Waschbär stirbt in 17 Stunden. Unser Geißbock in 16. Okay, das wird ein wilder Kampf. Mann, ich will Wetten machen. Ich will auf Tierkämpfe wetten. So. Ey, wisst ihr was? Wir wecken jetzt Chat und schießen den ab. Was? Alter, was ist denn mit ihm? Geil! Okay, warte mal, dann können wir den hier wieder rausnehmen. Ah, dann müssen wir ihn versorgen, ne? Wir müssen ihn versorgen. So, behandeln wir den mal. Und dann müssen wir uns aber hinlegen mit Chat oder entspannen. Hier ist bald Blut, ich muss alles wegräumen, Mann. Wir müssen noch neue Medizin anbauen. Es fängt an zu regnen. Wäscht Regenblut weg? Das wäre geil. Medizin weglassen? Nein. Und wir snacken uns heute Abend schön Wolfstrudel rein. Das wird lecker. So, jetzt werden hier alle gefüttert. So, warte mal, ich muss das Blut hier wegmachen. So, der Wendler ist auch wieder aufgewacht, dem geht's scheinbar ganz gut. Wir machen das Blut hier weg. Wir müssen richtig krass viel sauber machen. Und die Leichen müssen auch weggebracht werden, bevor die Leute hier durchdrehen. Das ist wie Apfelstrudel, nur mit Wolf, richtig? Ja, ich denke schon. Ich hab's selber noch nicht probiert, aber ich gehe davon aus. Ja, was wurde da geholt? Holz. Ah, das Lagerfeuer. Wir müssen mal hier einen Herd bauen gleich. Das hier dürfen wir erlauben, das hier würden wir auch erlauben. Ich würde hier gerne noch ein Grab anlegen. Ne, drei Gräber. Das sind drei Leichen, oder? Ne, es sind nur zwei Leichen. Na gut, ein Zusatzgrab für den nächsten Toten. Waffen holen und anwerben. Anwerben weiß ich noch nicht, Chat. Ich würde erstmal Widerstand reduzieren und dann entscheiden wir uns später, wen wir davon anwerben. Die sind beide geil. Also beide super gute Kolonisten, aber wir reduzieren erstmal den Widerstand und schauen dann, wann wir die anwerben. Wir müssen auch Räume bauen. Was macht der Wendler hier bei Servilicious im Raum? Bekomme ich ein Repetiergewehr? Also ich finde ja, das Repetiergewehr sollte der beste Schütze bei uns in der Kolonie bekommen. Und das ist ja eindeutig der Wendler. Beide anwerben, sterben sowieso genug bei dir, ja? So, Chat geht schlafen. Wie sieht denn die Essenssituation aus?
Wir haben 4 Mahlzeiten. Wir haben insgesamt 267 Pemmikan. Wir haben einen Waschbären. Wir haben hier außen 198 Mais. Hier wächst der Reis. Der ist auch schon fast wieder fertig. Das ist schon mal ganz geil. Okay, dann machen wir es folgendermaßen. Wir planen mal die nächsten Räume. Sandsteinblöcke 50. Ich glaube, das hier ist Sandstein, ne? So, 6. 2. Okay, das ist gut. Ich muss irgendwann so einen Quergang bauen, also einen Gang, der runtergeht. Damit, obwohl, ich sollte den jetzt direkt schon planen, Chat. Ich glaube, es ist gut im Design, also im Layout der Map, wenn wir einen Rundgang haben, der einmal komplett um die Krankenstation rund geht und von dem man aus überall hin kann. Also hier vielleicht direkt eine Tür rein, nach oben eine Tür, hier runter in den Gang und hier runter auch. Das heißt, direkt da einen Raum dran zu bauen, ist vielleicht nicht die beste Idee. Das heißt, wir lassen das hier mal weg. Brechen das ab und dann sagen wir hier Sandstein. Das heißt, wir lassen 2 frei und dann kommt erst die Wand. So und dann so. Und dann bauen wir hier erstmal zu. Dann bauen wir hier 2 Breiten und Gang. Bis hier. Hier wahrscheinlich eine Tür und hier der nächste Raum. Das ist aber. Das ist jetzt mit so Versatz. Das ist ja ekelhaft. Das ist ja scheiße. Guck mal, das hat jetzt so einen Versatz. Mach ich jetzt. Ich muss gerade niesen. Mach den Gang unten 3 breit. Nee, das finde ich auch nicht geil, weil alle unsere Gänge sind 2 breit. Wenn ich den dann 3 breit mache, stört mich der Gang. Wir lassen es so. Dann wird der Gang, der Raum hier wird ein anderer Raum. Also machen wir hier eine Tür. Und hier 1. Dann hier 3 und so. So, das ist erstmal das weitere Design. Dann geht eine Tür rein. Genauso wie hier. Und hier oben müssen wir auch irgendwann schließen. Okay, es reicht aber erstmal. Wir lassen das erstmal so. Dann sollen die Räume als nächstes gebaut werden. So, jetzt muss ich aber überlegen. Wir haben jetzt ein Problem. Wir haben jetzt fast so viele Gefangene, um die sich gekümmert werden muss, wie Kolonisten. Zusammenbruch schwer. Bei wem? Sir Belicious. Warum geht's ihm schlecht? Starker Entspannungsmangel, Pessimist, unansehnliche Umgebung, dunkel, beschädigte Kleidung, durchnässt, gestörter Schlaf. Sir Belicious wird sterben. Das wird nix. Wir beobachten ihn mal ein bisschen. Folgen ihm mal. Hier oben ist voll viel Dreck noch. Sein Chat. Oh, warte mal. Wenn Chat aufwacht, soll er das hier bitte wegputzen. Und währenddessen beobachten wir Sir Belicious. Mal gucken, was er macht. Er fängt jetzt an zu bauen. Er baut schon mal eine Tür. Es wäre geil, wenn er demnächst einfach schlafen geht. Oh, guck mal, die haben die Betten getauscht. Das ist dumm. Wir machen daraus jetzt das Zimmer von Sir Belicious wieder. Und daraus wird das Zimmer vom Wendler. Oh, wir müssen alle Fallen erneuern. Oh ja, okay. Ja, ich weiß. Ist gerade viel zu tun. I know. Ich muss auch die ganzen Leichen wegräumen. Wurden die Gräber ausgehoben? Ja. Chat holt gerade Essen. Der kocht was. Wenn er damit fertig ist, dann räumen wir die Leichen weg und bauen neue Fallen. Und Theo, pausier bitte die Räume. Ja, gleich. Wartet mal. Noch ein paar Lichter, die kommen gleich dazu. Ich muss erstmal die Leichen wegbringen. So, wir haben 4 Mahlzeiten. Lass uns erstmal hier. Nein, nicht ausziehen!
Beerdigen. Beerdigen. So, wir beerdigen die beiden. Verarzte mal den Wendler. Ist er immer noch verletzt? Ah, der hat noch einen Blutverlust leicht am ganzen Körper. Starke Schmerzen. War der Wendler nicht Arzt? Ja. Der Wendler ist Arzt. Wir sagen Selbstversorgung ja. Und der Wendler soll sich morgen früh einfach selbst nähen. Er blutete irgendwo. Warum verscharst du die Leiche nicht einfach irgendwo? Das mache ich doch, oder? Oder was ist damit gemeint? Matteo, denk dran, Sir Belicious wieder umzustellen, damit er sich nicht beim nächsten Mal selbst versorgt. Stimmt, bei Sir Belicious ist es schlecht, weil der ist schlechter Mediziner. Und dann machen wir das hier wieder rein. So, das wird rausgenommen. Das hier erlauben wir mal. Chat baut gerade hier mehr Reis an. Ich glaube, die Fallen sind aber wichtiger. Was macht er gerade? Was macht Chat gerade? Baut Gebiet an. Nein. Wir bauen erstmal die Fallen. Wir haben zwei Karabiner übrigens, ne? Das ist eigentlich geil für Jäger. Das ist geil für Jäger. Wir werden die zwei Karabiner, glaube ich. Also einen geben wir dem Wendler, damit der Wendler noch ein geilerer Schütze wird als so schon. Der lebt ja immer noch. Wen meinst du? Alle leben noch. Es läuft halt richtig gut. Es ist unmöglich, diesen Run zu jinxen. So, der Wendler, hat er sich jetzt selbst versorgt? Nein, der pennt ja noch. Wenn er aufwacht, kann er nicht selbst anklicken. Warum nicht? Selbstversorgung. Mit Medizin, wir haben noch 7. Der Wendler braucht ein Scharfschützengewehr, damit zwischen den Schüssen mehr Zeit für den Spannungsbogen bleibt. Ja, das bekommt er auch. So, der Wendler ist wach. Kann er sich selbst versorgen? Warum kann der Wendler sich nicht selbst versorgen? Der hat Arzt auf einer 1. Der hat beim Körper Selbstversorgung einen Haken drin und Medizin. Warum darf ich den nicht selbst versorgen? Weil es ihm gut geht. Achso, das muss von selbst weggehen, der Blutverlust. Ah, der sinkt auch gerade. Der ist nur noch bei 1,5%. Ist gleich vorbei. Okay, alles klar, super. So, Wendler kümmert sich hier um die Gefangenen. Das ist gut. Wir sollten die Gefangenen relativ früh trennen. Wenn der Raum hier fertig ist, werden wir die Gefangenen umverlagern. Wie sieht's mit Essen aus? Ich glaube, der Wendler sollte wirklich anfangen zu jagen. So, wenn er fertig ist damit, dann geben wir dem Wendler das Repetiergewehr. Du brauchst mehr Essen. Ich denke, es reicht mit dem Essen. Also, das Feld ist neu angebaut. Wir haben hier noch 100 Mais. Das Feld hier wächst gerade, schon bereit zum Ernten. Wir werden gleich jagen gehen. Wir schicken den Wendler gleich mal los, damit er regelmäßig jagen geht. Und er kriegt einen geileren Schussskill und wir kriegen die ganze Zeit Fleisch. Der Chat kocht halt so dauernd. Ey, genau, wir müssen jetzt mal ein Dings bauen. Wir müssen jetzt mal einen richtigen Herd bauen, wo Chat ordentlich dran kochen kann. Das heißt, wir gehen ja auf Produktion, elektrischer Herd. Wo bauen wir den hin? Ich finde, hier ist geil. Ja, wir bauen den hier so hin. Dann brauchen wir einen Stuhl. Ich hab Schluck auf. Und wir müssen den Boden hier geiler machen. Und Chat, ihr meintet ja, ich soll einen eigenen Thronsaal bauen, ne? Ich muss gleich mal gucken, wo wir den Thronsaal hinlegen. Der hat jetzt für mich jetzt nicht so eine super hohe Promo, Prio. Unten in die Lücke ist Neurotikertraum. Was? Unten in die Lücke ist Neurotikertraum. Was meint ihr? Okay.
muss später auch noch ein Klavier und Vorhänge in den Thronsaal bauen. Die brauchen viel Platz. Ach so, ja, aber ich habe ja nicht vor, jetzt unbedingt mich krass noch zu verbessern vom Rang her. Aber vielleicht später schon. Es wäre, glaube ich, doch smart, wenn wir den Thronsaal ein bisschen zu groß bauen. Und dann wahrscheinlich wieder runter, also keine Ahnung. Was passiert hier? Was schreibt... Anki Beutlin, du wirst annektiert, hoffentlich bald. 9 mal 9 ist gut. 40 Felder. 9 mal 9 sind 81 Felder. Ui. Oh, ein Klavier. Ich bin Musikerin. Wirklich? Kannst du in dem Klavierraum ja spielen dann. So, okay, das nehmen wir alles raus. Der Wendler hat das jetzt schon. Lass mal ganz kurz gucken im Chat, welche Tiere wir abknallen. So, wenn wir die geile Mod hier von Eie, das heißt, ich kann euch alle wegschießen. Wir schießen Bloody Bear weg, der ist Hase. Boomratten will ich nicht jagen. Eichhörnchen auch nicht, die lohnen sich nicht. Gibt's irgendwas Muffalos. Okay, wir jagen Muffalos. Aber das bedeutet auch, dass wir viel Fleisch bekommen. Das heißt, wir brauchen eine Kühlung. Wann wird das hier gebaut? Ich habe nicht genug Stahl, glaube ich, ne? Wenn man hier oben liegen gebaut hatte, die werden schlecht. Wir bauen hier noch ein bisschen Stahl ab. Toll, ich bin eine Ratte. Ratte ist nicht schlecht. Also ich würde mich nicht beschweren, wenn ich eine Ratte wäre. So, die nehmen wir auch. Das sind irgendwelche alten Ruinen, die brauchen wir nicht. Guck mal hier. Hier ist eine zweite Möglichkeit für einen Generator. Können wir den noch abbauen? Ist er noch in der Levelgrenze drin? Ja. Wir könnten den irgendwann anzapfen. Und hier ist noch einer. What the fuck? Und hier auch. Alter. Hier, krass. Steine kloppen müssen wir, damit wir Material haben. Stimmt. Aber wer macht das? Das Problem ist, wir haben aktuell zu viel Arbeit und zu wenig Leute, die arbeiten. Also wenn wir uns den Wendler ansehen, der schläft. Sir Belicious, der ist immer fleißig, glaube ich. Oh, guck mal, der Herd wurde gebaut. Geil. Okay, Aufgabe hinzufügen. Wir machen es mal so. Koche einfache Mahlzeit mal 4. Details. Erstmal mit Fleisch. Dann wiederhole, bis du X hast. Wie viele Leute sind wir denn? Wir sind gerade 5. Dann sollten wir 10 kochen pro Tag. Dann Aufgaben hinzufügen. Koche, einfache Mahlzeit, Details. Ohne Fleisch. Das heißt, es wird erstmal das Fleisch verbraucht. Menschenfleisch ist drin. Nee, oder? Habe ich hier. Ach so. Hier oben ist jetzt Menschenfleisch mit drin, ne? Weil ich hier einen Haken gesetzt habe. Danke, Chat. Insektenfleisch muss ich hier auch rausnehmen, ne? Das ist auch scheiße. So, wiederhole, bis du X hast. Dann machen wir das hier auch auf einer 10. Und dann machen wir oben als erstes koche leckere Mahlzeit. Leckere oder üppige? Was war besser, Chat? Üppige war richtig krass, ne? Aber können wir uns das schon leisten? Einfach Lagerfeuer kopieren. Üppig, üppig. Okay, wir sagen, koche üppige Mahlzeit, aber nicht so viele. Sondern wir sagen mal 4 Stück. Wiederhole, bis du X hast. Ja. Warum ist jetzt direkt ausgegraut? Weil wir gar kein Material dafür haben, ne? Aber das macht er halt, wenn es möglich ist. Für einen Stimmungsboost. Ist sehr teuer. Üppig kannst du dir nicht leisten.
Ja, aber wenn wir es uns leisten können, machen wir dann eine vielleicht. Üppig kostet zu viel Ressourcen. Ich reiß das hier mal ab. Also üppig ist zu krass, meint ihr? Üppig ist Verschwendung. Das ist ja... Haben wir gerade 12 Mahlzeiten? Habe ich jetzt gerade gemacht, null. So, das muss auf 10. So, die beiden müssen auf 10. Koch üppige Mahlzeit, wiederhole, bis du X hast. Lass mal daraus 4 machen. Üppig gibt einen plus 12 Mut Boost. Lecker verbraucht nur 10 Nahrung, zwei verschiedene, aber gibt auch Laune Bonus. Na gut, dann machen wir leckere. Wir machen davon 5. So, lass mal gucken, vielleicht klappt's ja. Dann müssen wir aber ein bisschen unsere Landwirtschaft nach vorne bringen. Ich muss Steine auch kloppen lassen. Fuck. Ich muss irgendwie zu viele Sachen gleichzeitig machen. Ein Handwerker. Wer sind bei uns die Handwerker? Nur Chat. Was macht Chat gerade? Der kocht. Ich glaube, Chat sollte weniger Aufgaben haben. Jagd machen wir runter, bauen auch. Feldarbeit. Haben wir jemanden, der neben Chat auch Feldarbeit machen kann? Wir könnten Sir Belicious ausbilden dazu. Aber der baut auch. Im Allgemeinen zu... Und zu wenig Leute einfach. Der Wendländer ferner, ich habe auch gerade gehört. So, guck mal, Chat macht das aber ab und zu. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, Chat ist noch nicht komplett überlastet. Matteo, ich würde die Anbaufelder außerhalb der fruchtbaren Zone löschen und die fruchtbare rechts vom Haus komplett mit Feldern auffüllen. Sieht blöd aus, ist aber effizienter. Ja, hier unten ist halt noch viel, ne? Da haben wir so Riesenfelder, wenn der einmal Vollnis losgeht, haben wir gelitten, ne? Da haben wir dann direkt ein Problem. Es wird jetzt hier so halbes Afrika von innen. Ich brauch jemanden. Platz lassen. Ja, ich weiß doch. Wenn Vollnis, dann geht die über auf die anderen Felder. Abstand halt wegen Vollnis. Wir werden das schon... Ich muss dann damit leben. Da müssen wir dann Krisenmanagement machen. Ich versuche es erstmal so. Wir brauchen einen von denen oder einen von den anderen, die zurückkommen, der sich 100% nur um das Felderanbauen kümmert. Wo bleibt der Thronsaal? Der hat überhaupt keine Prio gerade, der Thronsaal. Wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir die ganze Base ausbauen. Thronsaal ist völliger Luxus. Wir brauchen jetzt erstmal Räume, die angebaut werden, damit die Leute alle einen Schlafplatz haben. Weil sobald die uns beitreten, brauchen die einen eigenen Raum. Das heißt, ich muss diesen Raum hier weiterbauen. Wir haben 51 Granitblöcke. Reißt die Ruinen ab, die geben auch Steine. Und Waffen einsammeln. Ich hab das schon ausgewählt, aber die sammelt keine ein. Lass sie erstmal nochmal liegen. Stimmt. Das hier könnten wir abbauen, da kriegen wir auch viel Steine raus. So, genauso das hier. Und da sind sogar noch Bauteile, die verrotten. Mehr Fallen, die reichen nicht. Ich glaube, die reichen schon. Ich muss nur mein Fallensystem überdenken. Ich will am Ende wieder so einen Gang haben, in dem wir fighten.
Also so einen langen Gang, in den wir dann reinschießen. Das hat mir letztes Mal echt gut gefallen. Prius, Matteo, nicht einfach alles. Ja, ich mach. Also ich hab die Prius ja schon gelegt. Guck mal, also. Chat hat eigentlich 3 Aufgabenfelder. Kochen, das macht er einmal am Tag, dann ist es fertig. Feldarbeit ist viel, ist gerade zu viel. Da will ich ihn entlasten. Und wenn er das alles geschafft hat, macht er Handwerk. Das war's. Und den Rest können wir echt runternehmen noch. Dann Sir Belicious, der baut in erster Linie eigentlich alles. Und wenn er alles fertig gebaut hat, putzt er. Der Wendler, der macht Bergbau gerade und forscht. Mehr auch nicht. Niemand hat Aufsehen auf eine 1. Verhungern die Leute aber gerade. Ja. Funky Beutlin verhungert. So, dann sagen wir, der Wendler soll auch aufsehen. Weil der hat gerade am wenigsten zu tun. Transport auf 1 wegen maximaler Effizienz. Kryo kann man nicht abbauen. Stimmt. So. Und der Wendler steigt hier auf. Der ist, sozial ist er schon auf 9. Okay, das ist gut, dass der Wendler unsere Aufsichtsperson ist im Gefängnis. Das ist nice. Chat baut gerade alle Felder an. Das ist auch nice. Ey, so langsam läuft's. So langsam läuft's. Ja, ich habe die Kapsel jetzt wieder weggemacht. Ich baue die nicht ab. Die Betten müssen wieder auf Gefangenenbetten gestellt werden. Stimmt, weil die sind nicht mehr krank. Das heißt, wir sagen nur Gefangenenbetten. Das heißt, sie können sich hinlegen zum Schlafen. Gut. So, welche Steine haben wir jetzt aktuell noch? Wir haben 51 Granitblöcke. Ist das hier Granit? Ja. Das heißt, wir bauen diesen Raum hier aus Granit zu Ende. Dann haben wir den gleich. Das ist eine Granittür, die bauen wir hier auch rein. Und das hier bauen wir gleich als nächstes. Aber wenn wir den Raum hier fertig haben, dann machen wir den auch mal ready. So, Chat ist gerade aufgestiegen bei Pflanzen, das ist auch nice. Er ist auf Pflanzen schon auf 12. Boah, ich glaube, Chat sollte Pflanzenmeister bleiben, oder? Oder ist einer von den Gefangenen besser geeignet für Pflanzen? Funky Beutlin hat Pflanzen 0, Lisa hat Pflanzen 2. Lisa ist bei Konstruktion mit Doppelflamme. Ich glaube, Lisa wird dann mit unsere Konstruktionen aufbauen. Hat auch ein starkes Immunsystem, das ist halt nice, ne? Und Funky Beutlin, der ist Bergbau halt geil und Tiere. Ja, Nachteule, Nudist und Zäh, okay. Irgendwann pflanzt er nicht mehr als Adeliger. Ja, aber wenn ich nicht weiter aufsteige, dann bleibt er doch so, wie er ist. Oder wird es immer schlimmer, auch wenn ich nichts mache? Kochen ist 9, der Funky. Kochen 9, Einzelflamme. Ja, dann lassen wir Funky dann auf jeden Fall kochen, man ist Chat entlastet. Mahlzeiten bekommen wir so gerade genug. So, wir folgen mal Chat, der baut hier weiter Steine. Das ist so geil, das ist so eine geile Kette. Chat kloppt die Steine, legt die hier hin. Sir Belicious kommt vorbei, nimmt die Steine, baut die direkt rein. Wenn du nicht aufsteigen willst, kannst du nicht gewinnen, Fragezeichen. Warum? Was hat denn der Rang mit dem Gewinnen zu tun, oder? Der Run ist ja gewonnen, wenn Chat den Planeten verlässt. Die Gefangenen haben keine Betten. Doch. Nee, hä? Soll ich das zuweisen? Nee. Warum legen die sich nicht schlafen? Danach FTL. Nee, FTL-Run spiele ich nächste Woche weiter. Ich will heute bis zum Ende RimWorld spielen. Das Ziel ist König im Add-on. Ja, aber ich kann ja mein Ziel trotzdem noch das Raumschiff nehmen, oder? Oder geht das nicht? Gibt es das Raumschiff im Addon gar nicht? Ah, die gehen doch schlafen. Doch, gibt es. Ja, geil. Ja, dann passt doch alles. Ist doch alles super. Unser Ziel ist nach wie vor... Oh, wir haben Besucher. Eine Predigerin der Fraktion Koalition der Khan besucht die Kolonie. Sie heißt Taras Bibi Foley.
Sie scheint ein paar Gegenstände zum Handeln dabei zu haben. Okay. Wie handeln wir mit ihr? So. Wir sind im Besitz von 100 Silber. Janmann ist im Besitz von 59 Silber. Kaufen können wir Überlebensrationen, Medizin, EMP-Granatwerfer. Seit wann gibt es denn einen EMP-Granatwerfer? Der ist neu. Ich will den, aber ich krieg den nicht. Okay, rein hypothetisch, wenn ich diesen Händler umbringe, kann ich dann seine Sachen einfach nehmen? Das habe ich noch nie gemacht. Ja, ja, nein, ja, 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 nein. Nein. Nicht alle. Lohnt aber nicht, glaub nicht. Bei mir ist eine gestorben, das geht. Mach nicht. Ja, doch, alles. Asimov. Ja, I know. Wäre nur rein hypothetisch. Redest du bei den Sachen von dem, was er anhat oder was er handeln will? Was er handeln will. Nimm es dir, du bist König. Ich verkaufe mal die Waffen, die nicht so geil sind. Die beiden behalte ich nochmal. 130 hätten wir jetzt. Du bekommst alles. Ja, aber die Beziehung zur Fraktion sind Unterhändler. Das lohnt sich wahrscheinlich nicht, ne? So einen halben Krieg anzufangen wegen so einem EMP-Granatwerfer lohnt sich wahrscheinlich nicht. Also, gut zu wissen, dass es geht. Aber wir werden das jetzt nicht machen. Ist mir auch zu risky jetzt. Nein, der EMP-Werfer ist das definitiv nicht wert. Der klingt halt ganz geil in der Theorie. Dass man dann in so einen Gang schießt man einfach mit dem EMP-Werfer rein und kann so Mechanoiden halt dann stunnen, aber... Mal schauen. Kritischer Alarm, riesiger Zusammenbruch schwer. Bei wem? Sir Belicious. Bei. Weil er hier abbaut. Bedürfnis. Starker Entspannungsmangel. Warum ist Sir Belicious immer so unentspannt? Ich habe ihn doch hier eingestellt. Entspannung bei Sir Belicious. Alle 2 Stunden kann er sich entspannen. Warum macht er das nicht? Was ist das Problem? Kleidung ist auch scheiße. Weil du nicht genug Entspannungsvariationen hast. Ja, Tisch und Stühle ins Gefängnis, bitte. Sollte mehr Drogen nehmen. Einfach fragen. Also ich brauche noch eine zweite Entspannungsmöglichkeit, außer dieses Hufeisenspiel. Was haben wir denn noch hier? Ein Schachtisch. Wir bauen nochmal einen Schachtisch. Wo baue ich den hin? Hier oben. So. Der trägt aber auch die ganze Zeit. Der arbeitet wie ein Tier, ne? Der arbeitet wie ein Tier. Der baut den Schachtisch jetzt sogar selbst. So, er hat ihn gebaut. Wie geil ist er geworden? Exzellent. Alter. Der hatte einfach einen exzellenten Schachtisch hingekleistert, ey. Das ist ein geiler Typ. Der näht sich auch sein eigenes Herz zu. Ja, Sir Belicious ist gerade echt ein geiler Typ, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine Maschine. Eigene Operation am offenen Herzen, kein Problem. Keine Medizin, kein Problem. Feuer wurde gelöscht. So, wo schläft der Sir Belicious denn? Hier.
Warum kriegt er... Der müsste doch jetzt voll den geilen Stimmungsboost bekommen, oder? Er hat einen geilen Raum. Kriegen wir seinen Raum vielleicht noch ein bisschen geiler? Mann, der Raum ist nice. Beschädigte Kleidung ist halt ein Problem. Vielleicht sollten wir... Hier, das hier. Vielleicht sollten wir das ausziehen. Das hier. Lass mal weg wollen. Und er holt sich gerade geiles Essen. Oh, jetzt passt auf. Now look at this chat. Okay, hier. Das wird... Then check this out. Ready now. Manjo, Manjo, Manjo. So, und jetzt passt auf. Boom. Hat eine leckere Mahlzeit gegessen. Plus 5. Absolut krass, oder? Und er spielt gerade Schach. Alter, der wird... Guck mal, dem geht's gleich richtig gut. Guck mal, wie hier alles runtergeht. Das ist ja mega geil. In der Kälte geschlafen, machen wir als nächstes weg. So. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich würde gerne als nächstes die Kühlkammer angehen. Das heißt, wir bauen eine Klimaanlage. Die Klimaanlage baue ich... Achtung, ich... Jetzt kommt 2000 IQ-Chat, haltet euch fest, jetzt wird's absolut krass. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich denken, fuck, wie kann ein Mensch so schlau sein? Ich werde jetzt, Achtung, was ist das da? Überwandkühlung, was ist das? Über eine Wand gebaut wird, es erzeugt einerseits Kälte. Hä? Nein, wir werden überfallen! Jedenfalls, die Kühlung baue ich... Und ultra schlau. Hierhin. Ist das nicht krass schlau? Dafür muss man die Wand da nicht abreißen. Ja, dann bauen wir das. Das ist genauso viel wert. So, weil der Raum ist eh schon warm. Und dann können die Einbrecher nicht kommen, wenn ich hier draußen das hinbaue. Und wir heizen keinen Raum an, den wir es hier hinbauen. Das heißt, hier ist schlau. Krass schlau einfach, oder Chat? Krass schlau. Wir müssen erstmal gucken, was mit dem Angriff hier los. Eine Ureinbewohnergruppe der Fraktion Leute von Biarilo. Weil in Villabajo, da spülen die noch, aber in Biarilo, da wird schon angegriffen. Ist in der Nähe eingetroffen. Die greifen sofort an. Oh! Das sind ja voll viele! 7. Aber die haben nur scheiß Waffen. Okay. So, das bedeutet, wir werden... Ist auch noch Nacht. Ich hasse Nachtangriffe. So, Panic Room, unsere Tiere in den Babysitter Room. So, los geht's. Die Tür hier ist nicht auf. Das ist ein Problem. Ist hier gerade jemand in der Nähe? Der Wendler, wir nehmen den mal. Auf und hier. Brauchst du das noch mit der Überwandkühlung? Meinst du? Aller doch drauf. Ja, weiß nicht, ob ich ja direkt jetzt schon die auf die schießen soll. Ich muss mir hier irgendwas überlegen, wie ich das baue. Dass ich. Ich brauch so diesen langen Kampfgang oder so. Ich muss das hier anders bauen. Ich muss mir das gleich mal überlegen, wie wir das hier bauen. Ich würde meine Defense auch gerne nicht in diese Richtung machen, weil das so nah am Maprand ist, sondern vielleicht eher nur so nach hier oben oder so. Das heißt, wir würden dann hier so einen Knick machen und hier oben unsere Defense reinbauen. Warum laufen die hier lang? Graben die sich durch Wände? Was will der? Das ist nicht dein Ernst. Okay, warte mal. Also erstmal Zone, erweitern. Panic Room.
Achtung. Oh, er geht weg. Geil. Knüppeldude. Der Chat repariert. Geil, Mann. Lisa sagt, gib uns Waffen. Klar, Lisa. Das ist eine mega geile Idee. Wenn gerade ein Angriff kommt, erstmal den Gefangenen Waffen geben. Ja, klar. Ja. So, die kommen jetzt oben lang, glaube ich. Ja. Oh ja. Alter, du mieses Dreckschwein. Der gelöscht. So, der erste kommt rein. Und ist down. Sagt noch Lisa, bonjour smart. So, zweite kommt auch rein. Wir müssen jetzt schon mal uns kampfbereit machen. Was ist, wenn wir versuchen, mal die Betäubung zu nutzen? So, wir stellen Chat mal hier. Wir stellen Serbilicious hier hin. Wir stellen den Wendler hier hin. Haben die Esel gerade gesagt? So, Marspirat kommt noch. Wo sind denn die anderen? Wann stirbt Zorn? Der stirbt in 5 Stunden. Alter, Leute, der hat Konstruktion auf Doppelflamme 12. Verweigert nichts, langsamer Lerner, neurotisch, Masochist. Okay, gut, never mind. Ich will den doch nicht haben. Aber der ist auch 48. Nee, wir wollen wir nicht. Der kann ruhig sterben, kein Problem. So. Der letzte kommt. Er sagt, ich komme. Wir haben noch 2 Fallen hier, das wird er nicht überleben. Oder... Da kommen noch 3. Das wird nicht so geil. Okay, der ist RIP. Okay, haben die das geändert, dass sie nicht mehr wegrennen, wenn die Hälfte RIP ist? Oh, shit. Oh, lucky, ey. Ey, was ist Chat für eine OP-Tötungsmaschine, bitte? Das ist ja total krass. So, okay, geil. So, dann lassen wir die hier aus dem Kampfmodus rausgehen. Was mit Marspirat? Der stirbt in 9 Stunden. Wir schauen mal seine Bio an. Der ist 57 Jahre alt. Nein. Verweigert fürsorglich. Okay. Langsamer Lerner, Kurzschläfer, Misogynie. Fernkampf, Doppelflamme 12. Boah, Alter. Wie wäre es denn, wenn wir den gefangen nehmen, aber dann freilassen? Chat ist Valorant. ja, ich glaube, das machen wir mal ganz kurz. Wir lassen ihn dann frei. Du bekommst noch 2 Dudes. I know, wir lassen ihn dann einfach frei. Wir schaffen das schon, Chat. Ist alles gut, ist alles gut. Alles gut. So, der wird hier reingebracht. So, dann Zuweisung. Wir sagen den Tieren, die dürfen wieder in die Tierzone. Wir sagen den Leuten, die dürfen wieder unbegrenzt sich bewegen. Dann die ganzen Leichen müssen hier weg. Scheiße. Leute, sind aber zu viele Leichen. Oh, da liegt ja noch einer. Warte mal, hier oben liegt ja noch. War das nicht. Den haben wir so schon angesehen, ne? Den hatten wir uns schon angesehen. Der war kacke, ne? Ja, neurotisch mal so. Ja, den hatten wir uns angesehen. Okay, alles gut. Ja, wir lassen die liegen. Marspirat versuchen wir noch zu retten. Stirbt in 8 Stunden. Wer rettet den? Die haben sich alle schlafen gelegt. Die gesamte Kolonie hat sich einfach... Die haben den Typ da ins Bett gelegt und sind schlafen gegangen. Und lassen den einfach jetzt über Nacht ausbluten. Der trägt Stammeskleidung. Schlecht. Und
Ein Kriegsschleier schlecht, will ich beides nicht haben. Ja. Wir behandeln ihn mal. Dankeschön. Er sagt Dankeschön. Okay. So, wird versorgt. Ich hoffe, er überlebt das auch. Ja, sieht gut aus. 13 Stunden, letzte. Ah, der ist ja komplett im Arsch, ne? Ist komplett im Arsch. Kein Krankenbett? Nee, nee, nee. Wir sind hier noch Steinzeitalter. Ach so, so meinst du das Krankenbett? So, ja, okay. So, dann werden wir bei ihm mal Gefängnis. Dann machen wir direkt freilassen. Den wollen wir gar nicht erst durchfüttern die ganze Zeit, sondern sobald er laufen kann, sagen wir dem, ab nach Hause, Junge. Geht er ohne Medizin? Ja, schon. Ich hätte vielleicht ohne Medizin machen sollen. So, wir haben hier mega viele Felder angepflanzt. Wenn das hier alles fertig wird, dann haben wir ordentlich Essen. Wir haben hier noch gut Fleisch. Wir haben hier richtige Berge von Pemmikan. 10 Mahlzeiten. 2 bessere Mahlzeiten. Das ist auch noch geil. Okay, wir lassen ihn mal schlafen. Wann wird dieser Raum hier fertig? Diese Steine hier sollen weg. Oh nein. Uns sind gerade 61 Muffalo-Fleisch im Lager verdorben. Warum? Ich habe doch hier eingestellt, dass wir... Ach so, weil wir das Limit erreicht hatten, ne? Koche leckere Mahlzeit. 2 von 5. Koche einfach... Fuck. Fuck. Geh mal hier auf 20. Auch wenn es eigentlich zu viel ist. Aber besser als Fleisch verderben zu lassen. Das Pemmikan ist nicht so viel... Hat nicht den gleichen Nährwert wie Mahlzeiten. Ja, ich weiß. So, Chat knallt sich erst noch was Leckeres rein. Dann wäre es geil, wenn wir heute noch diese Kühlung hier etablieren. Wir brauchen aber wahrscheinlich 2. Chat, wie ist das, wenn ich diese Kühlung hier, hier oben nochmal baue? Ist es dann blockiert? Also blockt das Ding hier die Kühlung. Das geht nicht. Geht schon. Darf das. Test es doch. Ja, wenn es aber nicht geht, dann ist es scheiße. Der Generator geht hoch. Nee, der hat doch kein Dach drüber. Das passt doch. Ja, wir brauchen erstmal auch mehr Stahl. Ein bisschen Stahl hier einsammeln. Wir müssen noch mehr abbauen. Warte mal, wie sieht es eigentlich mit Insekten aus? Oh oh. Insektengebiet. So, dann brauchen wir mehr. Oh, Scheiße. Wir brauchen mehr Särge. Also mehr Gräber. Ey, wie viele Leute wir schon abgeschlachtet haben. Ey, unser Friedhof ist ja absolut. So. Warum wird dieses Silber eigentlich nicht weggetragen? Die Fallen werden neu gebaut. Ich würde. Was macht Chat gerade? Ist einfach Mahlzeit. Beerdigen den mal. So, Mais wird hier reingebracht. Super gut. Die Gräber werden ausgehebelt. 2 Stück haben wir jetzt schon. Wie viele Leichen haben wir denn noch hier liegen? 1, 2, 3, 4. Da ist 1, 2, 3. Wir brauchen dann noch mal ein Grab. Wie geht's den Gefangenen? Ich schau mal, müsste aber ganz gut sein. Das Problem ist, dass sie alle jetzt in einem Raum sind. Die werden sich in den nächsten Tagen organisieren, um auszubrechen. Weiß ich jetzt schon. So, wir schauen mal rein. Stimmung ist so okay, aber nicht besonders gut. Marspirat nicht wirklich geil. Ich muss die Räume hier fertig bekommen. Wir müssen die trennen. Gerade hier der Funky Beutlin und Lisa, die schmieden gerade schon einen Ausbruchplan. Das spüre ich schon. Hat der Wendler sich gerade ein Bier reingehauen? Klingt nach einem Wendler. Ich habe es aber nicht gesehen. Kann gut sein. Wenn es geht, noch ein Tisch und ein Stuhl ins Gefängnis zum Essen.
Lass mal gucken. Der Widerstand ist noch viel zu hoch. 19. Bei Lisa 10. Marspirat 21. Wir werden erstmal Lisa anwerben. Also rekrutieren. Also ihr meint, ich soll den einen Tisch hier reinstellen, ja? So. Okay. So, die drei Jungs schlafen. Morgen müssen wir die Leichen wegräumen vom Angriff. Die Kühlung steht schon. Oh mein Gott. Okay, wir machen die Räume jetzt zu. So, wir stellen die Kühlung jetzt ein. Wie viel Strom produzieren wir? Stromnetzüberschuss 2900. Okay, wir brauchen fast gar nichts. Aber eine Kühlung reicht nicht für den ganzen Raum, besonders nicht, wenn wir keine Schleusen haben. Ne? Ich glaube, ich werde hier in die Ecke ein Schleusensystem reinbauen. So, wir gehen auf minus 19 Grad. Warum ist Marspirat hier draußen? Ach, weil wir den ja freilassen. Hä, warum läuft er wieder rein? Was macht der? Geht. Wohin? Ah, der geht nach da. Den wollten wir eh freilassen, alles gut. War schön hier, ja. Mach's gut, Marspirat. Wir sehen uns in 2 Jahren wieder, wenn du uns wieder angreifst und umbringen willst. Bau die zweite Kühlung, so weißt du, dass er es gesagt hat. Was? So weil du das erst gesagt hattest. Kann ich nicht lesen. Also, wenn was das bedeutet, was ist damit gemeint? So wie? So wie? Bau die zweite Kühlung so wie? Ah, okay. Also bauen wir die hier oben rein. Ich teste das jetzt einfach mal. So. Dann Schleusensystem. Wie baut man eine Schleuse, Chat? Also ich weiß, wie man eine Schleuse baut, aber ich weiß irgendwie nicht, wie wir das hier bauen sollen für dieses Zwei-Türen-System. Ich würde sagen, wir bauen hier eine Wand und dann hier eine Tür. So. So. Der Vorraum mit Schlachtbank. Was ist mit dem Vorraum mit Schlachtbank? Ich würde hier gerne eine Tür noch einbauen. Dann kommt man schnell hier, muss man nicht mehr außen rumlaufen. Beziehungsweise hier vielleicht auch eine Tür. Oder ist es Tür-Overkill? Also, guck mal, wie alles hier gebaut wird, wie die fleißig die sind. Sehr delicious, richtig geiler Typ. Warum die Schleuse? Damit wir nicht so viel Temperatur in den Raum reinlassen. Das heißt, wir wollen den möglichst. Das ist, wird so eine Wärmeschleuse, sozusagen, ne? In die Schleuse die Schlachtbank. Nee, das ist mir zu eng. Wir müssen dann irgendwie versuchen. Ich muss versuchen, sowieso eine richtige Schlachtbank zu bauen, weil da kriegen wir mehr raus. Ich muss so einen richtigen Schlachtertisch bauen. Wir können den hier vor in den Vorraum setzen. Also hier. So, lass mal Produktion. Schlachterbank. So, vielleicht einfach hier so hinsetzen. Dann wird geschlachtet und es wird da reingebracht sofort. Die Schleuse ist viel zu klein. Das bringt gar nichts. Warum ist sie zu klein? Also, bei einer Schleuse ist es doch so, dass wenn man in die Tür reingeht, man läuft zur nächsten Tür, während die hier aufgeht, geht die dann zu, weil da 2 Felder dazwischen sind.
Und dann geht die Tür hier erst auf. Also ich glaube, dass man das Schleusen genauso baut. Mit zwei Lauffeldern und dann kommt die Tür. Also passt, ja. Weil beide Türen gleichzeitig offen sein werden, Matteo. Werden wir gleich ja dann testen, aber ich glaube, das geht so. Mantel, ist an der Kapsel unten noch eine Zone, weil Serby da immer hingeht. Gucken mal. Ah. Wann ist denn die da? Die habe ich auch entfernt, oder? Aber sehr gut aufgepasst. Oh nein, die wurde abgebaut. Hä? Ich habe doch gesagt, das soll nicht abgebaut werden. Rip! Das war unsere Versicherung, falls Ted stirbt. Fuck. Jetzt muss ich noch mal so einen Raum aufmachen. Noch so ein Ding hier auf der Map? Nee, ne? Ja, RIP. Schade. Welche Kartengröße ist das? Das ist, das ist Mittel, glaube ich. So 300 mal 300 oder so. Na gut. Okay, so, dann. Wie schaut's aus? Die sind hier, die können hier essen. Funky Birdlin sagt auch RIP. Wie, was für eine Temperatur hat dieser Raum hier? Guck mal, der Raum ist auf minus 15 Grad jetzt schon runtergekühlt. Aber es liegt auch daran, dass draußen 16 Grad, oder nee, 6 Grad sind nur. Da reicht dir eigentlich schon fast eine Kühlung, oder? Du hast die Kapsel geclaimed und sie war Teil deiner Basis, also haben Feinde sie kaputt gehauen. Ah, da ist vorhin Stiefmutter vielleicht hingelaufen, kann das sein? Jo, probier's mal eine. Im Sommer reicht es sicher nicht. Nee, eine reicht nicht. Warum ist der Hintergrund nicht gerade? Warum triggert ihr immer, das ist nicht gut? Welcher Hintergrund? Da ist eine Wasserwaage, der ist fucking gerade. Für Hitzewelle braucht man meist zwei, mindestens zwei. Ja, das heißt, wir bauen mal direkt noch einen hinterher. Wir haben gerade nur keinen Stahl. Obwohl hier so viel liegt. Können wir den abtransportieren? Ey, wir brauchen Lisa. Lisa, kannst du uns mal beitreten? Das wäre absolut geil, Mann. Oder wir brauchen die anderen beiden, die zurückkommen von ihrer Mission. Lisa hat noch einen verbleibenden Widerstand von 8,8. Wisst ihr, was wir machen? Bei Funky Beutlin machen wir mal keine Interaktion. Dann wird Lisa auf jeden Fall erstmal überzeugt, uns beizutreten. Transport auf eine 1. Level bei wem? Wem sollen wir jetzt Transport hier? Serbilicious macht schon zu viel. Chat auch, meiner Meinung nach. Wir machen beide schon zu viel. Chat kocht. Wir beobachten mal ein bisschen Chat. Chat klopft Steine. Nahrung ist fast leer. Wir haben ja noch Pemmikan. Pemmikan wird gerade gegessen. Oder meint ihr, wir sollen Transport bei allen auf eine 1 machen? Transport und Transport Plus sind zwei verschiedene Dinge. Okay, ich teste mal. Wir machen mal jetzt mal übergangsweise. Machen wir Transport mal auf eine 1. Bei beiden. Einfach nur, um zu gucken, was passiert. Ob die noch ihren anderen Aufgaben hinterherkommen oder ob die die vernachlässigen. Nur bei einem, sonst rennen die nur noch. Ja, wir schauen mal. Kann ja sein, dass wenn es einfach nichts mehr zu transportieren gibt, dass ja alles gut ist. So, Chat trägt jetzt hier schon mal die Sachen weg. Wo trägt er die hin? Hier hinten in die Lagerzone. Dann kommt er hier lang. Trägt das Zeug hier weg. Wir brauchen aber auch Stein. Fuck, die ganzen Leichen sind ja noch hier. Fuck. Ich muss die beerdigen. Da lagen die ganze Zeit noch die Leichen rum, ey. Matteo am Trollen? Nee.
Matteo, wie weit ist dein Raumschiff? Ist fast fertig. Das, ey, Raumschiffbau, das wird erst im Winter passieren. Also im Real-Life-Winter, glaube ich. Transport Plus, Plus ist von der Mod und bezieht sich nur auf manuelles Freigeben von allen Alltransporten. Ja, I know. Matteo, nur Transport Plus auf eine 1. Ja, aber lass mal ganz kurz gucken, was passiert, wenn wir Transport bei beiden auf eine 1 haben. So, wir holen erstmal das ganze Zeug hier rein. Eigentlich hätte ich das hier ganz gern. Warum wird denn hier kein Essen drin gelagert? Warum wird das Essen hier gelagert? Das ist ja das fertige Essen, was hier gelagert wird, oder? Hier müssten eigentlich nur frische, verderbliche Sachen gelagert werden. Erlaube frisches, rohes Essen, ja. Fleisch, oh. Vegetarisch. Vegetarisch muss nicht gekühlt werden, oder? Chats Laune ist kritisch. Scheiße, wir schauen gleich mal. Tierische Produkte, oder? Wir machen es erstmal so, mal gucken, was passiert. So, warum ist Chats Laune kritisch? Kein Thronsaal, unansehnliche Umgebung, Leiche gesehen, in der Kälte geschlafen, will landjungfer-spezifische Kleidung und durchnässt. Bau eine Heizung. Hier drin sind 17 Grad. Soll ich erstmal übergangsweise vielleicht eine Fackel reinstellen? Lagerfeuer oder Heizung? Oder wir bauen wirklich direkt eine Heizung. Aber wir bauen die Heizung in den Gang und kühlen den Gang oder regulieren den Gang von der Hitze. Und dann haben wir alle Räume richtig drin. No! Okay, es ist passiert. Chat hat einen Wutanfall. Wenn jetzt ein Angriff kommt, sind wir im Arsch. Frag mal. So, warte mal. Temperatur, Heizung. Ich baue die Heizung mal hier in die Mitte. Oder nee, hier so in die Ecke. Ja, wir bauen die Heizung hier in die Ecke. Und dann brauchen wir Lüftung. Überwandlüftung. Wir bauen immer neben die Tür die Lüftung. Bumm, bumm, bumm. Diese Tür hier lassen wir auf. Nee, ist falsch. Wir dürfen jetzt einfach nur keinen Angriff bekommen. Der Thronsaal fehlt. Also wartet mal ganz kurz. Wie viele Felder sind das? Das sind doch 4 mal 6, oder? Ne, mehr, das ist sogar mehr. Könnte das als Thronsaal schon reichen? Nahrung. Stimmt, jetzt kocht niemand, ne? Okay, Chat hat sich erstmal erholt. Hier ist Blut auf dem Boden. Ja, sorry, Mann, ich bin überfordert. Ich glaube, ich mache das noch mit dem Transport wieder raus, kurz. Und das lassen wir aber so drin. Ich muss die Leute ein bisschen entlasten. Wir brauchen Essen. Wir müssen den Wendler jagen lassen. Wildtiere. Hier sind Gazellen. Wir lassen den Wendler die ganzen Gazellen jagen. Dann trainiert er seinen Schussskill und wir haben Fleisch für geile Mahlzeit. Okay, das ist zu viel, oder? Ich mach gerade zu viel. Das ist gerade zu viel, Chat, oder? Das ist gerade zu viel. Wir jagen hier gerade 98 Gazellen. Ich will aber sehen, wie der Wendler die jagt. Nee, passt. Ja, wenn ihr meint, dass es passt. So. Warum liegt im Kühlschrank eigentlich nicht, was gekühlt werden sollte? Weil es erst so eine Lagerzone war. Ich muss das eigentlich jetzt wieder raustragen lassen. Aber dafür brauchen wir erstmal einen Lagerraum. Ich habe aktuell keinen Lagerraum.
Oh, Chat, sie kommen zurück. Die verlorenen Söhne. Erkel und Sansu werden als Exemplare exotischer Menschen im Hof vom Landjunkerin der Fraktion zur Schau gestellt und sind zurückgekehrt. Im Ort springen. Da sind sie. Okay, wir haben jetzt zwei Leute mehr. Das bedeutet, wir müssen hier, ich muss jetzt ganz, oh Gott, scheiße. Das ist geil und scheiße. Sie werden verhungern. Okay, lass sie mal einstellen. In was ist Sansu denn geil? Sozial ist ja richtig krass. Pflanzen ist okay, kochen. Was mit Erkel? Alter, Erkel ist ja überall krass. Okay. Wir machen es jetzt folgendermaßen. Erkel wird jetzt komplett Pflanzen übernehmen. Und ansonsten weiß ich nicht, was er machen soll. Bergbau. Konstruktion. Wir geben Erkel auf jeden Fall komplett Pflanzen. So, Erkel. Feldarbeit auf eine 1. Bei Chat nehmen wir die jetzt raus. So, Bergbau da auch auf eine 1. Brauchen aber nicht zwei Leute drin. So, der soll einfach das komplett machen und reinigen. Mehr nicht. So, Sansu. Wo war der denn geil? Aufsehen machen wir bei ihm rein. Dann ist der Wendler entlastet, dann kann der Wendler mehr jagen. Und bei ihm Transport. Okay. 7 Leute, kein Essen, zu wenig Räume. Ja, I know, Mann. Oh, der Raum ist aber fertig. Guck mal hier. Wir ziehen das Bett hier um. Neu installieren. So, wir klatschen das hier hin. Haben wir schon mal einen Raum. Dann machen wir hier Türen rein. Und wir brauchen, was haben wir denn hier? Wir haben 255 Schiefer. Ist das Schiefertür? Nein. Wo sind Schiefertüren? Schiefer. Dann klatschen wir hier Räume, hier Türen rein. Dann würde ich das hier gern zubauen. Jesus, wir brauchen viel mehr Räume, ey. Ich bin zu schnell expandiert. Wand aus Schiefer. So, mal, können wir hier einen Zweierraum, ja, Zweierwand und dann hier eine Wand ziehen. 1, 2, 3, 4. So, wäre das dann die richtige? Ne, ist zu kurz, ne? Kurz. So, hier kommt dann der nächste Raum hin. Hier könnten wir einen Lagerraum reinbauen. Ah ne, hier wollten wir den Batterieraum hier bauen, ne? So, das heißt, hier kommt der Batterieraum rein. Hier die Tür. Hier zu, hier Batterievorraum. Das hier kommt weg. So, hier kommt der nächste Raum. Mann, Alter. Dieser seltsame Friedhof da unten, wie eine Hinrichtungsmauer, sieht das aus, OMG. Das ist halt... Okay, Sir Belicious ist durchgedreht. Obwohl er gerade entspannen wollte. So, Erkel macht die ganze Zeit Pflanzen. Geil. Chat schläft. Geil. Wir müssen als nächstes Chat einen Thronsaal bauen. Der Wendler jagt. Und er kann jetzt auch jagen. Sansu braucht eine richtige Waffe. Wo ist unser Lager? Sansu geben wir auch ein Repetiergewehr. So. Soweit, so gut. Erkel bekommt auch eine Waffe. Und zwar hier so eine X. Okay. Nachteule einstellen, Matteo. Wer ist Nachteule von denen? Ah, Sansu. Hatten wir den nicht schon eingestellt? Ja. Nee, Erkel. Erkel war Nachteule. Den hatten wir eingestellt schon als Nachteule. War das? Habt ihr es gerade gehört? Okay. So, sieht soweit schon mal so gut aus. Wir haben immer noch mehr Schieferblöcke. Wird hier schon noch weiter gebaut. Wer war denn unser Chefkonstrukteur? Sir Belicious, ne?
Das heißt, wenn Sir Belicious sich wieder erholt hat von seinem Zusammenbruch, wird hier, glaube ich, alles zu Ende gebaut. Das ist schon mal top. Wir brauchen jemanden, der mehr putzt. Hier ist viel zu viel Dreck überall. Wer könnte bei uns Master Putzman werden? Sansu, maybe? Sansu hat gerade am wenigsten zu tun. Wir machen mal Transport bei ihm raus und machen Putzen bei ihm rein. Wir switchen das hier auch mal um. So, mal gucken, ob es funktioniert. Was passiert hier? Was macht der? Warum besuchen die dauernd hier ein Grab? Und warum soll das abgerissen werden? Da liegt doch hier Opa drin, der Bombastu. Erkel schläft auf dem Feld. Das ist eins Bett für den krassen Erkel. Okay. Wir brauchen ein Bett für Erkel. Hier sollte eins hingebracht werden. Passiert aber noch nicht. Wir haben zu wenig Leute auf Bauen. So, Bauen. Die besten Bauer sind... Ich mach mal Chat ganz kurz rein, wie bei Bauen. Erkel eigentlich ungefähr. So. Lass mich mal ganz kurz hier runterkommen. Warum liest er meinen Tipp einfach nicht? Warum ist Backseaten so schwer? Was denn? Was hast du denn geschrieben? Du könntest die Kühlung im Chats Raum ausmachen. Es kühlt doch nur, wenn es muss, oder? Matteo, nimm mal die Entspannungs- und Ruhephasen aus dem Alltag. Das forciert oft Schlaf, wenn er nicht gebraucht wird. Und die Entspannungsphasen sind zu kurz, aber zu viele. Deswegen war dein Kolonist vermutlich auch so unentspannt. Also ihr meint, dass wir das komplett offen machen. Also bis auf die Nachteule lassen wir die Leute machen, was sie wollen. Wir forcieren einfach keinen Schlaf, wir forcieren auch keine Entspannungsphase, sondern die sollen es nach eigenem Gusto machen. Das ist so gemeint. Wir testen mal den Ansatz, mal gucken, wie es läuft. So, warum ist er schlecht gelaunt? Der braucht ein Schlafzimmer, fuck. Auch die Türen. Zusammenbruch schwer bei Sansu und bei Sir Belicious. Warum will niemand dieses Bett hier umziehen? Liefer das Bett mal da rein. So. Braucht dieses Bett jetzt... Ich glaube, Sansu braucht das dringender als Erkel. Erkel geht's ja gerade gut. Ist dieser Raum hier überdacht? Bäume, die werden gleich noch weggefällt. Fuck. Fuck. Okay. Was? Schlaf wieder einstellen? Warum? Entspannung raus, Schlaf rein. Matteo, stelle einen festen Plan für deine Kolonisten ein und schau, ob sie dann immer noch flippen. Fuck. Sansu ist jetzt verwirrt. 6 Stunden Schlaf. Also ich soll Schlaf doch forcieren, ja? Okay, dann lass ich ab 23 Uhr bis... Fuck, was hab ich hier getan? Von 23 bis 6 Uhr pennen. Das sind 7 Stunden, oder? Okay. So viel, mach 6. Nur die hier oben weg. So, die pennen von 0 bis 6 Uhr. Aber 6 ist so wenig. Nee, das sind ja 7 dann. Von 0 bis 6 sind ja 7. Eine Stunde, das triggert Schlaf. Ach so, du meinst, also ihr meint, ich soll nur eine Stunde machen und dann schlafen die so lange, wie die wollen. Erkel hat zu viel Schlaf. Ach so, der ist Kurzschläfer, ne? Ah nee, der ist von 10 bis 19, das sind 9 Stunden. Also. 2 in Mathe. 0 von 7 ist eigentlich. Wie viel sind das jetzt? Das sind nur jetzt 7 Stunden.
Die sollen nur von 0 bis 5 pennen. Was, das ist doch viel zu hardcore. Wenn ihr um 0 Uhr schlafen geht und um 5 Uhr raus müsst, da kotzt ihr doch im Strahl, oder nicht? Oder klingt das für euch nach einem geilen Tag? Die pennen ja weiter, wenn sie alles hinterher haben. Ach so. Okay, ich mach mal alles. Okay, da ist eine neue Quest verfügbar. Inellos, psychischer Unterdrücker. Also, Konsulin der Fraktion das Rote Königreich befindet sich auf der Durchreise nahe, wie immer, also bei uns. Ihre Feinde machen Jagd auf sie. Sie möchte, dass du ihnen ein Signal sendest, um die Richtung, also um die Richtung uns zu locken. Wenn du das Signal sendest, werden ihre Feinde ein Lager in der Nähe errichten, um dich zu schikanieren. Sie berichtet, dass dort ein Psi-Unterdrücker ist, der auf das männliche Geschlecht eingestellt ist und zwei menschenjagende Ziegen gesichtet wurden. Die Bedrohung bleibt so lange bestehen, bis du das Lager zerstörst. Als Geste guten Willens wird dir Folgendes via Transportkapseln zugesendet. Hakmet. Also erstmal, ich nehme das hier nicht an. Ich habe keine Lust auf ein Psi-Fokushemd. Ich habe gerade genug Probleme. Hakmet hat unseren Super-Ziegenbock getötet. Der Ziegenbock, der im 1v1 gegen den Waschbären gewonnen hat. Das bedeutet, der Wendler wird Hakmet jetzt jagen. Bis er stirbt. Zusammenbruch schwer bei der Wendler. Fuck! Wendler hat keinen Bock. Wendler, geh einfach schlafen. Iss was. Entspann dich. Wir jagen den Bären, den Problembären später weiter, okay? Was ist hier passiert? Snackt er hier unseren schönen Geißbock weg. Der muss gejagt werden. Müssen wir uns gleich drum kümmern. So, lass mal ganz kurz auf die Stimmung gucken. Urkel. Mann, ey, ungemütlich, gestörter Schlaf, durchnässt, draußen geschlafen, auf dem Boden geschlafen. Wir brauchen Betten. Zanzo hat jetzt ein Bett, aber der Raum ist scheiße. Wird dieser Raum hier fertig? I don't know. So, wir räumen mal den Geißbock weg. Ich brauche einen Raum für Urkel. Wir nehmen diesen Raum jetzt hier. Bauen eine Kopie. Bauen das hier unten rein. Dann überdachen wir das. Wie viele Steine? Wir haben echt viele Steine, Schieferblöcke. Wir können Schieferboden hier reinbauen. Wir müssen die Räume jetzt mal schön bekommen irgendwie. Die Gefangenen sind ziemlich zivilisiert, noch keine Ausbruchsversuche. Ja, weil ich glaube, die Gefangenen denken sich gerade, hier drin ist geiler als draußen. Weil draußen werden alle von Bären gefressen, fucken sich ab, überall ist Blut und Kotze. Und hier drin ist eigentlich ganz nice. Deswegen haben die, glaube ich, kein Bedürfnis auszubrechen. Also, dann versuchen wir erstmal Boden zu bauen. So, Bodenbelag. Fliesen aus Sandstein. Sandsteinblöcke. Mach mal diese Fliesen, sehen geil aus. Schiefer. Bam. Alles aus. Bam, sieht auch nice aus. Bam, sieht auch nice aus. Okay. Und man darf nur 6 Stunden schlafen, ja. Kannst du bitte
Kannst du mein Bett bitte vernünftig im Raum platzieren? Danke. Was ist denn jetzt dein Problem? Warum ist es nicht vernünftig im Raum platziert? Wie soll man das denn sonst platzieren? Das ist doch geil. Er guckt gegen die Wand. Kopfteil an die Wand. Nee, wenn ich das Kopfteil an die Wand mache, dann ist es ja Richtung Tür. Ist so okay? Aber Matthäus, hast du die Schlachtbank schon eingestellt? Ich habe die Schlachtbank noch gar nicht gebaut, oder? Doch, hier. Okay. Aufgabe zu schlachte Kreatur. Yes. Wiederhole für immer. Geil. Dann löschen wir die hier raus. Und diesen Arbeitsplatz, den lassen wir nochmal drin. Obwohl, davon brauchen wir eigentlich gar nichts. Wir lassen den nochmal drin. So. Also, es sieht nicht ganz schlecht aus, aber auch nicht ganz gut. Der Wendler braucht einen schöneren Raum. Wir haben hier eine Heizung. Wie viel Grad haben wir in diesem Raum? 17 Grad. Mein Bett riecht voll nach Arsch. Lass mich ein neues bauen. Fabulous. Wenn dein eigenes Bett nach Arsch riecht, dann ist das deine eigene Schuld. Lass dir kein neues Bett bauen. Ja, ich weiß manchmal auch nicht, was ich mit euch machen soll, ne? So. Okay. So, wie sieht's denn eigentlich mit Lisa aus? Wie ist denn da der Widerstand? Der Widerstand ist bei 3. Das ist geil. Das heißt, wir werden sie innerhalb der nächsten Tage vielleicht anwerben können. Das ist schon ganz nice. So, hier wird geschlachtet und dann wird es hier drin gelagert. I hope so, zumindest. Ja. Guck mal, das war geil. Chat hat es da hingelegt, aber direkt wieder genommen und verarbeitet es jetzt. Na gut. Wir müssen jetzt den Problembären jagen. Der Flur ist zu groß für die kleine Heizung. Das liegt daran, weil die beiden Zimmer hier auf sind, die beiden Wände hier auf sind. Hier drin haben wir 16 Grad, hier drin 17. Aber ich kann doch jetzt nicht in jedem... Der Bär! Okay, es reicht. Wenn der Wendler aufwacht, soll er Hackmet wegknallen. Flachbank einstellen, Matteo, habe ich schon. Ja, ist eingestellt. Erlaubt nicht vergammelte Tierleichen in der Kühlkammer. Haben wir die noch erlaubt? Nee, verrotten ist haben wir ausgemacht, Chat. Warum pennt der Wendler so lange? Holz liegt in der linken Tür. Wenn ein Raid kommt, dann ist RIP. Stimmt. Nice, danke. Muss man hier auch zubauen. Scheiße. Nee, das ist ja dumm. Was war das? Wer hat hier geschossen? Wendler? Es beginnt. Er trifft sogar. Alter, der Wendler ist ja eine Tötungsmaschine mit dem Snipergewehr. Alter, Wendler! Wendler! Nochmal! Lisa hat Hunger. Wer kümmert sich denn um Lisa? Unterernährt. Wer kümmert sich normalerweise um die Gefangenen? Aufsehen, Sansu. Aber der ist noch am Durchdrehen, stimmt. Fuck. Okay, übergangsweise lassen wir mal den Wendler ran. So, Chat schlachtet den Bären. Der Hackmet wird direkt zu Hack verarbeitet. Und wir machen direkt neue Mahlzeiten. Geil. Schön. Passiert gleich.
So, riesiger Zusammenbruch schwer bei Sansu, der Wendler und Urkel. Mann, Sansu geht's echt scheiße. Wie kriegen wir Sansu jetzt wieder... Ah, der ist ja depressiv. Minus 12. Natürlicher Malus durch Merkmal depressiv. Und neidisch. Oh, was? Der hat von Haus aus minus 20. Einfach so. Ach du heilige Scheiße, ey. Oh, da müssen wir dem so ein mega geiles Zimmer bauen. Oh, können wir es dann so loswerden irgendwie? So ein Arbeitsunfall oder sowas? Kann er nicht irgendwie bei, so, bei der Jagd vom Wendler in den Rücken geschossen kriegen aus Versehen? Hm. Lass ihn bei Chat wohnen. Ja, wieso kühlst du das Essen nicht? Warum wird es nicht gekühlt? Das ist bei minus 10 Grad. Was meinst du damit? Oh. Die Doppelkühlung. Zimmer tauschen. Ja, dann ist Chat aber abgefuckt. Mit Sir Belicious tauschen. Wir können mit Sir Belicious tauschen. Das wäre eine Idee. So, wir geben. Sir Belicious, tut mir leid. Ist das, aber du hast ja gemeint, dein Bett riecht nach Arsch. Jetzt schläft Sansu in dem Arschbett. Und wir schicken dich in das neue Bett. So, der ist hier oben. So, wir müssen diesen Raum jetzt schöner machen als Chats Raum. Bedeutet, diese geile Vase stellen wir hier drüben hin. Haben wir noch irgendwelche geilen Sachen? Können wir irgendwas Schönes noch bauen? Fällt euch irgendwas Schönes ein, was wir da reinbauen können? Ach, bevor ich es wieder vergesse, Matteo, die Mini-Turrets wurden extrem genervt. Bedenke das also, wenn du die neue Killbox baust. Die Feuerrate sowie die Schusszahl pro Salve sind deutlich verringert worden. Okay, krass. Bett zuweisen, was meint ihr mit Bett zuweisen? Dacheinsturz? Ein Dach ist eingestürzt, weil es nicht mehr gestützt werden konnte. Folgende Dinge wurden vom herabfallenden Trümmern erfasst. Er hat den Tod gedodged. Warte mal, bricht das jetzt aber auch ein? Wir finden es heraus, Chat, wir finden es heraus. Mach keinen Scheiß, Junge. Hey, du baust ab! Ich beobachte nur. Es ist wie so eine Tierdoku. Ich beobachte einfach nur, was passiert. Ich habe darauf keinen Einfluss. Tod gedodged. Du musst das gekochte Essen auch kühlen. Warum? Das hält doch mehrere Tage. Würde es, glaube ich, nicht kühlen, oder? Ich brauche ein Lager, wo wir das Zeug hier hinlagern. Wie wäre es, wenn wir hier oben einen Raum hinbauen? Und dann können wir das ganze Zeug nach oben transferieren. Wir haben noch 117 Marmorblöcke. Ist das hier Marmor? Oder Stahl? Warum haben wir Wände aus Stahl? Kalkstein? Matteo trollt doch komplett. So, Marmor. So, wir bauen jetzt hier oben einen Lagerraum hin. Der wird... Der muss groß werden. Ist das zu groß? Okay, eine Besuchergruppe kommt. Eine Gruppe der Fraktion Koalition der Khan besucht die Kolonie. Die scheinen ein paar Gegenstände zum Handeln dabei zu haben. Der Chat hier wieder zu Besuch.
Am besten so groß wie das Funkfeuer. Wirf mich an, Matteo. Warte mal, geht es schon? Mach ich, glaube ich, sogar schon, Lisa. Rekrutieren, habe ich schon eingestellt. Verbleibender Widerstand ist 0. Oh, es könnte sein, dass jetzt passiert. Sanzo ist dran und... GG-Chat. Okay. Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite schlecht, weil wir kein Zimmer haben. Aber Lisa war ja krass von den Stats her. Das heißt, wir müssen jetzt gucken. Mann, ey, das sind zu viele Leute. Guck mal, dieser Raum ist fast fertig. Wollen wir Lisa erstmal hier drin pennen lassen? So, irgendjemand hat kein... Bekomme ich wenigstens Licht? Ja, Sir Belicious. Warte mal, ist Hans jetzt glücklicher als vorher? Gestörter Schlaf mal 3, wurde beleidigt, leichte Schmerzen, depressiv. Aber es geht. Das gestörte Schlaf sollte weggehen mit dem Zimmer hier. Ja, das sollte heute im Laufe des Tages ablaufen. Okay. So. Jetzt haben wir hier vorne die Leute. Wir werden jetzt gleich mal mit denen handeln einmal. Wir müssen unseren Fallengang auch erweitern. Gut, lass uns einmal handeln. Wer ist denn unser bester Unterhändler? Es ist echt Sanzo, oder was? Der hat einen Wert von 15! 15! Okay, so. Hä, was denn das? Was denn das? Ist das Flohmarkt oder was? Was haben die denn? Die haben ja gar nichts. Okay, wir kaufen Bauteile. Kaufen Medizin. Verkaufen Kurzbögen. Das war's. Kann man nicht alles kaufen. Okay. So weit, so gut. Lass mal ganz kurz nochmal die Stats von Lisa durchgehen. Also, Lisa hatte Doppelflamme auf Konstruktion. Doppelflamme auf Kunst. Starkes Immunsystem, blutrünstig und hübsch. Ich denke, wir sollten Lisa zur nächsten Chefkonstrukteurin ausbilden. Das heißt, bei Lisa stellen wir jetzt einfach nur ein. Hey, kein Arzt. Sehr cool. Wir stellen bei ihr jetzt Bauen auf eine 1 und danach nur noch Reinigen. Das heißt, alles, was Lisa den ganzen Tag machen soll, ist Bauen und Reinigen. So, dann müssen wir Stromleitung ziehen. Ich möchte Strom in diesen Teil des Gebäudes haben. So, jetzt hier eine Stromleitung lang. Und wir verlängern diese Stromleitung. Ich bin übrigens nicht männlich. Das war so eine Mulan-Geschichte, damit ich mit zum Raid kann. Alisa ist jetzt... Sorry. Wir haben leider in der Kolonie nur ein Männerklo. Nur Pissoirs. Jetzt durch. Was hat er gerade gesagt? So, Urkel hat noch kein Bett, stimmt. Wir bauen ja diesen Raum hier oben. Ich hoffe, Urkel wird damit irgendwann fertig. Nicht Urkel, sondern die anderen werden damit fertig. Wir könnten Urkel theoretisch erstmal im Batterieraum schlafen lassen, weil der ist ja schon fertig. Wenn wir hier eine Tür drin haben, kann da schon geschlafen werden drin. Wenn wir dann eine Granittür reinbauen, das ist glaube ich eine Granit, nee, ist Schiefer. Granit, ja. Wenn wir hier eine Granittür reinbauen, dann ist es im Prinzip ein Raum. Schlafen halt auch die Tiere drin. Warte mal. Die bauen. Schön. Jetzt mal die Tiere. Scheiße. Mal die Tiere hier draußen kennen. Tiere. Wir haben ja nur noch eins. Alle anderen sind tot. Verleg doch den Gefangenen erstmal. Warum soll ich den Gefangenen verlegen? Wenn der Gefangene weg ist, dann soll das ja eigentlich die Krankenstation werden. Aber ich überlege, weil das so geil zentral liegt,
Vielleicht sollte das eher unser Aufenthaltsessensraum werden. Zerlegen, nicht verlegen. Was? Matteo, hattest du heute keine Lust auf Fitness? Ich habe nie Lust auf Fitness. Und heute ganz besonders nicht. Der andere Gefangene wird wieder angeworben, noch werden dessen Widerstand verringert. Achso, genau. Wir verringern mal seinen Widerstand. Und dann gucken wir, was wir mit dem machen. Thronsaal nicht vergessen. Oder sollen wir einen Thronsaal hier drin bauen? Thronsaal wäre eine Idee. Ey, dann machen wir es so. Wir lassen ihn frei. Gefängnis. Wir machen freilassen, weil wie krass ist er denn? Oh, der ist schon krass. Nachteule, Nudist, zäh. 41. Der ist schon ganz geil. Fuck. Ich glaube, ich will ihn behalten. Eventuell zu klein. Okay, dann machen wir es so. Wir behalten den. Wir reduzieren seinen Widerstand erstmal nur. Versklavien verkaufen. Und die Killbox oben anstatt im Lager, Matteo. Ja, die Frage ist ja jetzt, aber wenn diese Räume, also wenn die Geschütze so genervt wurden, dass sie nicht mehr so geil sind, wie sieht dann eine Killbox aktuell aus? Wie sollte ich die bauen? Dann würde ich nämlich gar keine Geschütze bauen. Dann müssten wir einfach richtig mit Fallen und mit den Leuten selbst kämpfen. Mit Menschen und Mods. Mit Öfen. Ach so, die Leute verheizen, ne? In U-Form. Lang, Holz rein und anzünden, wenn Angriff ist. Thronsaal ab 80 Felder reicht für die Anforderung auf Max-Titel. Der Thronsaal ist nicht so wichtig, dass in der Mitte der Base sein muss. Ja, denke ich auch. Also, ich finde die zentrale Lage, davon profitiert am ehesten die Krankenstation von. Oder halt der Aufenthaltsraum, wo alle sich halt zum Essen und zum Entspannen treffen, weil da sind die Wege kurz. Also eins von den beiden würde ich ja, glaube ich, reinbauen. Vielleicht könnte man so eine Kombination machen. Irgendwie so ein Entspannungs-/Krankenhaus. Irgendwie so in der Richtung oder so. Ist auch nah an der Küche. Ich habe keine Waffe, Matteo, falls uns einer überfällt. Ah, stimmt, Lisa braucht eine Waffe. Ich habe aber aktuell keine Fernkampfwaffen. Was geben wir Lisa denn jetzt? Liegt hier vielleicht noch irgendwas rum? Nee, ne? Warum liegt denn das hier? What the fuck? Okay. Aber aktuell sieht's ganz gut aus. Oh no! Hier ist ein Kalksteintisch normal. Und trotzdem wird hier weiter abgebaut. Sehr risky, muss ich sagen. Vor dem armen Urkel im Bett. Lisa, du wirst sterben. Chat! Nee, 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 hört auf. Geh da weg. Chat, geh da weg! Junge. Ach, Lisa. Okay, Lisa baut das hier noch. Ist aber okay, das ist ja draußen. So, wir brauchen jetzt ein Bett für Urkel, aber wo? Dieser Raum hier wird wahrscheinlich nicht fertig. Das hier wurde jetzt schon fertig. Wie schnell sind die denn bitte? Okay, dann verlegen wir das hier nach außen. Warte mal, ich brauche noch eine Tür. Tür aus Stahl, nein. Eine Tür aus Granit würde noch gehen. Sandstein, das hier ist Schiefer. Das ist Granit. So, das heißt, wir bauen hier einen Zugang. Und wir nehmen diese Zone hier, erweitern die
hier oben. Machen wir so weit. Und dann sagen, hat die immer, wenn wir hier drauf gehen, sagen wir Einstellung kopieren, dann gehen wir hier rein, klicken das an, Einstellung einfügen. So. Dann gehen wir hier rein und sagen löschen. Dann gehen wir hier drauf und sagen erweitern. So, es ist hier eine gesamte Essenszone. Dann hier Priorität, Lager, wichtig. Rottendes? Nein, danke. OMG, der Kühlraum bekommt eine zweite Öffnung? Fragezeichen. Ja, nach hinten raus, aber die soll nicht so oft benutzt werden. Aber da muss ich auch wahrscheinlich auch dann eine Schleuse reinbauen. Wie viel Grad haben wir in dem Kühlraum gerade? Aktuell minus 12. Das ist ja in Ordnung. Die anderen Sachen werden rausgetragen. Örkel, ich bin Nachteule irgendwo mit rein. Wir haben doch Nachteule bei dir eingestellt. Ach so! Stimmt. Du kannst ja bei Lisa schlafen, weil wenn Lisa schläft, bist du ja wach und andersrum. Das heißt, Lisa und Örke schlafen jetzt in einem Raum. Und das bedeutet dann, die werden sich hoffentlich nicht so stören. In der Theorie zumindest. Matteo, was bringt das Licht in der Schleuse? Stimmt, warum ist das Licht da in der Schleuse drin? What the fuck? Neu installieren. Den machen wir mal hier außen hin. So, wurde schon umgesetzt. Leuchtet auch schon. Wir haben mehr als genug Mahlzeiten. Wir bauen gerade sehr viel Mais an. Guck mal hier. Das ist ein Kartoffelfeld? Warum denn? Okay, es kommt eine neue Quest. Riesiger Zusammenbruch. Warte mal ganz kurz, bei Serbilicious. Serbilicious, was machst du hier? Du wirst sterben. Der chillt hier immer am Grab ab. Ey, wollen wir mal das Grab von Opa verlegen? Weil irgendwie, das ist nix. Zone? Nee, es hat keine Zone, oder? Doch, wegen dem scheiß Tisch schon wieder. Okay, aber das muss weg. So, abreißen. Wir reißen das Grab jetzt ab. Da liegt er. So. Und Opa vergraben wir jetzt. Oder begraben wir jetzt. Hinterm Haus. Wir lassen ihn erstmal ein bisschen liegen da. Mach das Dach endlich weg. Welches Dach? Das hier? Nee, ich lass das jetzt liegen. Oder? Nee, so macht man das nicht, ne? Hier ist ja kein Dach mehr, oder? Doch. Wie reiße ich ein Dach ab? Dach abreißen. Stopp! Warte mal. So. Wir haben einen Verrückten. Ein hiesiger C3I7 ist verrückt geworden. Er wird jeden in Sichtweite angreifen. Ein weiterer Waschbärangriff. Okay. Okay, wir müssen alle Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Alle in den Panikraum. Tiere dürfen draußen bleiben. So, kommt er jetzt? Ja, er kommt. Komm, die Räume sind hier alle zu. Warum schläft Serbilicious hier? Ach so, weil das... Oh, fuck. Hier ist aber auch offen, ne? Scheiße. Muss den Panikraum dann gleich mal erweitern. Wartet mal. Okay, rest in peace. So, das hier nehmen wir mit dazu. Das hier nehmen wir auch mit dazu. Und hier oben brauchen wir eine... Wir müssen hier irgendwie zumachen, damit das hier... So, dann zu... Nee, Beschränkung. Unbegrenzt. Serbilicious, kurz aufwachen. Okay. Haben wir genug Essen?
Matteo spricht etwas dagegen, beim zukünftigen Krankenzimmer die Wände abzureißen und den gesamten Innenraum zu nutzen, keine Flure. Das spricht insofern was dagegen, dass wenn Leute auf der Krankenstation liegen und schlafen, die dann gestört werden von den Leuten, die durchlaufen, oder? Panic Room ist nicht sicher, ja, I know. Deswegen muss ich hier gleich zubauen. Ich müsste eigentlich das hier weiterziehen. Zusammenbruch schwer, bei wem? Immer noch bei Sir Belicious. Okay, wie können wir das verhindern? Kolonist nicht beerdigt. Verrottende Leiche gesehen. Pessimist. Unansehnliche Umgebung. Beschädigte Kleidung. Was macht er jetzt? Verbauten Grab. Okay, der holt den ganzen Stuff. Okay, gleich wird das Grab gebaut, dann vergraben wir Opa. Nimm Opa mit jetzt. Nee, noch nicht. Wir können Opa erst begraben, wenn das hier fertig ist. So, und zwar jetzt. Guck mal, der macht das sogar. Guckt euch mal Sir Belicious an. Der wird jetzt Opa begraben. Das ist seine Mission. Also das mit der Krankenstation weiß ich halt nicht, ne? Weil wenn die Leute dann da schlafen und sich erholen wollen, aber dauernd andere durchlaufen, ist halt schwierig. Das wird sogar schon bei unserer Krankenstation der Fall sein. So, wird begraben. Gucken, wie der Stimmungsbonus jetzt... Oh, scheiße, gibt keinen Stimmungsbonus. Au. Ekelhaft. Wie redest du über Opa? Fuck. Wir brauchen eine Waffe für... Warum wird denn das hier oben nicht gebaut? Kalkstein. Haben wir keine Kalksteinwände mehr? Kann das sein? Ja, wir haben aber noch Sandstein. Das hier ist Sandstein. So, wir müssen es mal hier bauen. So, okay. Lisa baut das jetzt, glaube ich, sogar direkt. Geil, finally. Wir haben unsere Schleuse fertig. Das ist schon mal richtig nice. Okay. So, wir beobachten hier weiter ein bisschen. Ich versuche mal ein bisschen Subs aufzuholen. Das habe ich nämlich heute noch gar nicht gemacht, Chat. Ein paar Subs lesen. So. Tropenpinguin hat für 5 Monate gesubbt. NZ... T. Salu hat für 6 Monate gesubbt und sagt RimWorld, unser Herz. Kreuzritter hat für 31 Monate gesubbt. Zalmosix81 hat für 6 Monate gesubbt. Alex Kid Live hat für 23 Monate gesubbt. Mangus hat für 9 Monate gesubbt und sagt, Matteo ist mir einfach ultra sympathisch. Bonjour Herz. Danke, Mangus. Nochmal F an deine Burpees. War ein sickes Video. Iron Hucky hat für 11 Monate gesubbt. Zorn83 hat den Sub gegiftet an Crank. Erpentin hat für 14 Monate gesubbt. Luthium hat für 33 Monate gesubbt. Neptunius GG hat für 5 Monate gesubbt. Und sagt, Rimworld mit Mantle ist Herz. So, warte mal ganz kurz. Wir brauchen noch ein Bett für Urkel. Ich habe den Raum jetzt fertig gebaut, ne? Ah, haben wir doch schon zugewiesen. Chat, das ist schon zugewiesen. Ist alles gut. Eine Lampe bräuchten wir vielleicht nochmal. Ganz kurz. So, ich will hier drin eine Lampe haben für Sir Belicious und ich will hier drin eine Lampe haben für die beiden. Bauen die mal hier rein. Okay. Lagbrain hat für 26 Monate gesubbt und schreibt, die Woche ist erst zu Ende, wenn RimWorld vorbei ist. Danke für die gute Unterhaltung aus Wien. Danke, liebe Grüße zurück nach Wien. Z15 hat für 14 Monate gesubbt. Tolly2 hat für 5 Monate gesubbt und sagt, coole Streams, danke für die Unterhaltung. Bonjour O, bonjour Hi, bonjour Pam, danke dir. Trash Talker hat für 6 Monate gesubbt. Hilsmann93 für 21 Monate. XDX Altur hat für 17 Monate gesubbt und sagt, yeah, RimWorld, bonjour Herz. Betteray hat für 34 Monate gesubbt. Bosna hat für 9 Monate gesubbt und sagt, Baby ist reif. So, wegen 9 Monaten, ja. Aritas hat für 5 Monate gesubbt. Dr. Zorro für 25 Monate und er sagt, dies ist ein... Nein, lese ich nicht weiter vor. Bugfix hat einen Sub gegiftet an Immortal für 4 Monate. Und gerade eben frisch kam noch dazu. Protte für 29 Monate. Baal 89 für 6 Monate. Er sagt, danke für die gute Unterhaltung, Bonjour Herz. Danke dir. Pantagon für 15 Monate und Los Knechtos für 3 Monate. Und gerade super fresh. Krawallbruder
krawallbrut.de oder Krawallbrut Erde für 30 Monate. Spielen. Oh fuck, was habe ich. Ich habe irgendwas. Ich habe gerade was ganz Komisches gemacht, Chat. Oh fuck. Was habe ich getan? Oh. Ich habe was kaputt gemacht. Egal, nicht drüber reden, einfach weitermachen. So, bin wieder da. Vielen, vielen Dank für die Subs. So. Raumschiff für Bauteile und Tierzone ändern. Kam ein Raumschiff runter. Ah, und die Tierzone müssen wir wirklich mal ändern. Wir machen erstmal die Tierzone. Zone. Zone erweitern. Tiere. Machen wir hier ein bisschen größer. Kleinern. Tiere. Hier weg. Ich denke, bis hierhin sollten die Tiere kommen. So, das Raumschiff, das finde ich jetzt nicht. Das wird zu weit. Das. Oder? Habt ihr eine Ahnung, wo das runterkam? Ich hab's nicht gehört. Ah, hier, guck mal. Wenn wir das jetzt. Wenn wir die ganze Map hier uns ansehen. Doppelklicken. Abreißen. Okay. Geilo. Lies einfach die Nachricht. Achso. Was wir hier machen. Nee, das sieht man gar nicht. Man sieht, glaube ich, nicht, wo die Raumschiffteile runterkamen bei den Nachrichten. Es gab eine neue Quest. Eine neue Quest ist verfügbar. Sie heißt Kolonistenauslagerung. Wenn du die Quest nicht innerhalb von 8 Tagen annimmst, wird sie verworfen. Zeige Quest. Grundbesitzer Kusle Posinebas. Posinebas, klar, normaler Name. Der Fraktion das Rote Königreich möchte ein wenig mehr Leben in seinen Hof bringen, indem er dort ein paar Exemplare exotischer Menschen zur Schau stellt. Er fragt, ob du der Fraktion des Rote Königreich für 7 Tage einen Kolonisten leihen könntest. Nach 7 Tagen werden alle geliehenen Kolonisten wieder zu dir zurückgebracht. Solltest du diese Quest annehmen, wird ein Shuttle kommen, um einen Kolonisten mitzunehmen. Wenn es mit ihm an Bord abhebt, wird dem Kolonisten, der die Quest angenommen hat, 3 königliche Gunst von der Fraktion gewährt. Können wir das jetzt auch mit einem anderen machen als mit Chat? Weil sonst wird Chat mir zu anspruchsvoll. Ich will das irgendwie nicht machen. Weil dann wird er zu krass. Ja, kannst du annehmen und Gunst nicht an Chat abgeben. Mit jedem Wesen der Wendler. Mach mit dem Wendler. Ja, lohnt aber kaum. Stimmt, die Frage ist, wenn ich's. Boah, so ein adliger Wendler wäre aber auch richtig geil nervig, oder? Was war das? Sun Tzu ist verwirrt. Fuck. Können wir Sun Tzu wegschicken? Nee, ne? Chat hat ein blaues Auge, Monke S. Chat ist verletzt. Es gab eine Schlägerei, glaube ich. Ich nehme die mal mit keinem an. Ich will das nicht machen gerade. Ich mach's mal weg. So. So, Sun Tzu ist abgefuckt. Was mit Chat passiert? Du wolltest Sun Tzu eigentlich wegschicken. Ja, aber was ist hier denn los? Kieferbruch. Okay, jemand hat Chat den Kiefer gebrochen. Das bringt 0 Nachteile, what the fuck. Ja, aber es bringt mir auch 0 Vorteile. Also außer, dass ich einen Kolonisten verliere. Also wenn es einen Vorteil hätte, würde ich es, glaube ich, machen. Aber es bringt mir halt gerade gar nichts, oder? Prellung, linkes Bein. Ziehkräfte. Also ihr meint, ich soll das machen. Ja, 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 ja. Okay, aber ich würde es ungern mit Chat machen, weil dann wird mir Chat zu picky. Wir müssen ja erstmal hinterherkommen mit dem Thronsaal. Wendler in den Adel bringen. Ja, dann nehmen wir den Wendler. Weil alle mindestens auf Yeoman, 2. Rang. Ist total sinnvoll erstmal.
Aber nur mit ihm kannst du Gunst verbrauchen. Also nur mit Chat kann ich die verbrauchen. Lisa wollt ihr. Warum denn Lisa? Matteo, kannst auch einstellen, ob die Quest Gunst als Belohnung geben soll oder lieber was anderes. Wie kann ich das einstellen? Lisa ist blutrünstig, sie braucht das. Lisa muss doch erstmal den ganzen Kram bauen. Schick doch Sunzo weg. Die Frage ist jetzt, Präferenz unten. Belohnungspräferenz. Königliche Gunst akzeptieren, Rufpunkte akzeptieren, Rufpunkte akzeptieren. Ah! Okay. Dann sind wir King und Queen. Lisa, willst du also die Königin von Chat werden? Dann müssten wir zwangsverheiraten. Lisa ist ein Mann. Geht ja trotzdem. Heutzutage geht alles, Chat. Also, ich bin jetzt gerade unentschlossen, was ich machen soll. Also Gunst, ich finde diese Skills schon ganz geil, aber irgendwann wird das mir zu viel mit den ganzen Thronseelen und den ganzen geilen Schlafzimmern und sowas. Vielleicht mache ich erstmal Gunst raus und wir nehmen mal nur Rufpunkte an von den Fraktionen. Ja, du kannst Gunst abwählen, dafür bis 1. Was meint ihr? Nee, ich verlängere heute nicht. Ich wurde heute geweckt von Gino. Der hat bei mir rumgeschrien. Ich will schlafen. Du hast ja noch nicht mal was gemacht. Wie kann das so viel sein? Ja, das meine ich ja. Der Chat gerade nur ein Schlafzimmer gebaut, was groß genug ist. Und ich muss noch den verdammten Thronsaal bauen. Guck mal, geil, das wurde ja alles schon hochgelagert, ey. Nice. Und ich glaube, den Thronsaal baue ich dann als nächstes. Was ist bei Servilicious los? Chat wurde. Nee, Servilicious wurde gebissen. Und der hat ein paar gebrochene Rippen. als würdest du vor 10 Uhr schlafen? Ja, hallo, hört mal auf jetzt hier mich irgendwie... hallo? Das Lager hat kein Dach. Really? Dach, doch, es hat ein Dach. Guck mal. Bei Serbilicious putzen uns gibt es eine Infektion. Die ist doch relativ sauber, oder? Serbilicious braucht man geilen Boden. Wir haben 206 Granitblöcke. Sollen wir den Rest vom Boden in Granit bauen? Das würde dann so Patchwork-mäßig aussehen. Das sieht bestimmt scheiße aus. Boden, Fliesen aus Granit. Ah, ist bereits belegt. Kann ich das löschen? Kehle abbrechen. Aha. Am Boden. Fliesen aus Granit. Boah, das triggert richtig hart rein, dass das jetzt hier. Das ist mal so. Und das hier machen wir aber so Patchwork. Aber erstmal bauen wir den hier fertig. Ich will goldenen Boden. Vergiss es. Serbilicious. Vergiss es. Forschung abgeschlossen, mechanisch. Alter, krass. Dann gehen wir auf Waffenschmiede. Chat hat sich vollständig geheilt. Jemand ist durchgedreht. Serbilicious.
Nee, Kältewelle kommt. Eine ungewöhnliche Kältewelle hat begonnen. No! Okay, wir brauchen viel mehr Heizung, Chat. Wie viel habe ich davon? Wir bauen eine Kopie. Shit. Auch, ja, jetzt brauche ich doch fast in jedem Raum eine Heizung, ey. Oder wir bauen die vor die Räume. Wie warm ist es denn gerade da drin? 23 Grad. Draußen sind aber auch im Freien sind 0. Also die Heizung scheint schon was zu reißen. Dann bauen wir hier nochmal eine Heizung rein. Dann können wir hier alles... Nehmen wir mal, das ist ja ein Flur. Shit! Mach die Bude zu? Ja, gleich. Die Tür geht ja gleich zu. Wir müssen die Schlafräume auf jeden Fall wärmen. Wir machen jetzt hier noch eine Heizung rein. Und wir bauen hier eine Heizung zwischen die beiden Räume. Und dann bauen wir hier Lüftung rein. Und dann muss ich hier zumachen. Wenig von. So, die Frage ist, wie baue ich das? So. Ja. Und wir brauchen aber halt diese Lüftung, brauchen wir jetzt überall. Also nicht überall, aber auf jeden Fall nochmal hier und hier. Und eigentlich bräuchte ich nach außen hin auch sowas wie Schleusen, damit die Wärme nicht rausgeht. Die letzte Heizung hängt nicht am Strom. Die letzte Heizung. Wie? Du hast recht. Guter Einwand. Oh, fuck, wie komme ich denn da jetzt hin? Dann bauen wir die Zentrale einfach. Dann setzen wir die einfach hier. Hier rein. Okay. Kein Essen in der Kolonie. Wir haben noch 6 Mahlzeiten. Das ist echt wenig. Hier sind Kartoffeln. Fuck, wenn jetzt Winter kommt, dann stirbt ja alles ab. Es ist schon alles abgestorben. Wir werden jetzt verhungern. Wir müssen alle Tiere erschießen, die auf der Welt sind. Okay, wir erschießen einfach den Planeten. Und wir fangen an mit einem leckeren Truthahn. Ist ja bald Thanksgiving. Dann Alpaka. 2 Stück. Ja. Muffalos, die geben richtig viel Fleisch. So. Was gibt's noch? Nur Ratten? Ich will keine Ratten essen. Schildkröten. Ja, für Schildkrötensuppe. Dann was noch? Geiß wird geknallt. Steinbock wird geknallt. Pumas, nein. Muffalo, nein. Bison wird geknallt. Grizzlybären, nein. Riesenfaultiere, nein. Wie viele Riesenfaultiere sind denn hier? Okay. So, was wir jetzt machen ist, da die Feldarbeit sowieso wegfällt, machen wir jetzt Jagen. Bei allen noch eine hohe Prio. Das Sansu nicht, der ist kacke. Okay, dann sollen alle losgehen und jagen. Jetzt bin ich mal gespannt. Mal gespannt. Wir holen jetzt das Fleisch rein für den Winter. Ah, du Schwein. I know. Lisa hat doch keine Waffe. Scheiße, haben wir gar keine Waffe für Lisa. Diesen Bogen. Okay, wir geben Lisa diesen Bogen hier. Damit sie zumindest irgendwas zum Jagen hat. Es hat funktioniert. Okay. Der Wendler wacht noch auf. Sansu ist noch am Durchdrehen. Lisa schläft noch. Chat kocht gerade. Boah, ist überall mega kalt. Lass mal ganz kurz Temperaturen checken. Heilige Mutter Gottes. Hä, warum ist denn der Raum, wo wir heizen, am kältesten? What the fuck? Oh, shit. Mehr Heizung. Ja, die müssen erstmal gebaut werden. Wir müssen hier oben auch zumachen. Fuck. Boah, wir könnten die Abluft von dem Geothermal-Ding benutzen.
Okay. Das heißt, wir machen es folgendermaßen. Wir müssen dann ein Dach drüber bauen. So, ne? Dach erweitern. Und wir klatschen hier ein Dach drüber. Dann nehmen wir einen Abluftschacht. Bauen ihn hier und hier hin. Und leiten die Luft in unseren Flur. So. Dann muss das hier gebaut werden. Und hier müsste eigentlich auch zugemacht werden. Nice, sinnlos. Nee, das ist nicht sinnlos. Wärme landet trotzdem draußen. Why? Warum landet die Wärme draußen? Wir leiten es doch dann hier rein, oder? Ach so, weil die können das Dach gar nicht mehr bauen, ne? Die kommen da gar nicht drum rum. Links, Flur offen. Ja, hier, ich weiß, was hier offen ist. Was? Ein Bison wurde verletzt und greift sofort an. Wen? Lisa, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ratten essen dein Essen. Was meinst du damit? Okay, wir müssen mal gucken, was hier passiert. Seit wann gibt's denn sowas? Was ist das? Wie wär's mit wegrennen oder angreifen, statt stehen bleiben und so... Oh. Bonjour, Rip, Bonjour, Alarm. Fuck. Haben wir jemanden, der hier fighten könnte? Chat ist hier. Der Chat, komm mal her. Alter, der ist dann. Fuck. Lecker, lecker. Bisons essen keine Lisas. What the fuck? Lass die in Ruhe. Okay, riskieren wir es jetzt mit Chatten, rennen hinterher. Was machst du denn, Lisa? Hä? Warum chillst du denn da einfach? Oh doch, ich bin wie der Wendler. Scheiße. Oh nein, ey. Das reicht also nicht, ey. Oh, jetzt. Bis dann. Puh. Und jetzt. Nice. So, komm, Lisa, jetzt gehen wir hier in den Kampfmodus. Fightet. Nice. Okay. Sehr gut. Wie sieht's aus? Oberkörperprellung von einem Bison. Okay, das ist kein Problem. Und leichte Hyperthermie. So, Chat. Und Scheiß, die Betäubungsfähigkeit ist so krass. Natürlich, die Heizung bringt nichts, wenn die Tür nach draußen offen ist. Das ist wahrscheinlich richtig. So, wir geben denen den Rest. Wir essen Mother Monkers. Der wird richtig köstlich sein. So, geil. Was ist mit den... Ey, was ist denn... Hä? Warum rennen denn alle Tiere bei uns rein? Und lösen die Fallen aus? Was soll denn die Scheiße? Geh doch weg. Alter. Essen die unser... Der frisst von unserer Herdplatte. Was ist das für ein Redneck-Haufen hier? kommt ein Eichhörnchen bei uns in die Küche, snackt von der Herdplatte die Kartoffeln runter und der Wendler schießt erstmal tot und dann isst er es selbst. Ey, was ist? Verpisst euch! Wendler, komm rein. Komm her. Komm her. Ratos! Nein! Die Mistschweine! Jag es! Schieß! Nein! Schieß doch! Ja! So, jetzt der nächste.
ist doch nicht die Möglichkeit hier. Nicht reinigen. Jagen. Noch eine Ratte. Alter, wir haben eine Rattenplage. Komplette Rattenplage hier. Nicht unseren Tisch. Mann, der schießt die ganze Bude kaputt. Ja, 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 ja. Komm, wo ist die nächste, wo ist die andere Ratte? Hier, hier, hier. Schnapp sie dir. Nein. Nein. Du schießt sie. Da. Nein. Ja. Ja. Okay, Tür zu. Die Tür hier oder was? Der Wendler ist auf Beleidigungstour. Fuck. Wir haben es übertrieben. Warum sind alle so im Arsch? Tür zu. Alle so. Tür zu. Tür zu, wir erfrieren. Okay, warum sterben alle? Extreme Hyp... Oh. Ja. Wie viel Grad müssen wir hier? Machen wir 50 Grad. 51 Grad. Dann müssen wir noch die anderen Dinger bauen. Ich muss hier zubauen, ich muss alles bauen jetzt. Warte mal ganz kurz. Das macht Chat gerade, der versorgt den. Wendler ist am Durchdrehen. Scheiße, Mann. Scheiße! Lisa kann bauen, glaube ich. So, dann müssen wir die. Ich muss die Tür hier zumachen. Fuck, ich muss diese Türen hier alle zumachen. Oh oh. Nee, Chat, du musst nur aufstehen. Du musst einmal hier hochlaufen, damit die Türen alle zugehen. So, und dann im Kampfmodus raus und dann bauen wir hier diese Heizung. Obwohl, die können wir ja zu... Nein, nee, die soll auch zu sein. Und die hier auch. Scheiße, der Wendler fuckt Lisa ab. Der Wendler, halt die Schnauze. So, also es bringt nichts, wenn wir die super heiß machen. Gehen wir auf 21 Grad Zieltemperatur. So, warum kriegen wir die Räume hier nicht warm, Chat? Hier, das hat Strom. 21 Grad. Das hier muss noch zugemacht werden. Lisa hat wieder schlafen gelegt. Kriegen wir das hier nicht gebaut? Ich müsste das hier zubauen, damit die Abwärme von dem Ding hier reinkommt. Bewusstloser Kunde. Die sterben ja alle! Sag mal. Fuck. Haben wir irgendwelche Räume, die hier warm sind? Shit. Die oben hier, die Wand. Ich mach daraus mal eine normale Wand. Ich baue einfach mal zu. Warte mal. Wir nehmen Sir Belicious, bauen das zu. Dann nehmen wir Chat. Retten den Wendler. Minus 19 Grad. Erkel ist gerade gestorben! Oh, nee. Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Oh. Und Chat flippt ja auch gleich. Chat flippt ja auch gleich. Wurde beleidigt. Psychischer Kater. Fuck. Kein Thronsaal. Schläfrig. Oh nein. Oh, was mache ich denn jetzt? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Warum wird es hier drin nicht warm? Kann mir einer erklären, warum diese Heizung hier nicht diesen Raum hier warm bekommt? Feuer in die Räume, Lagerfeuer. Das schaffe ich nicht mehr, oder? Matteo, eine Frage. Wie ist der Plan mit Valorant gegen Take? Erfahrt ihr morgen. Erzähle ich euch dann morgen. Lüftung? Fragezeichen. Ja, hier sind Lüftungen, aber die warme Luft müsste doch einfach hier reinfließen, oder nicht? Da Feuer rein. Dach? Dach haben wir doch überall, oder? Zone. Da ist überall Dach. Einzige, was offen ist, ist das hier. Chat jetzt. Das schafft er gar nicht mehr, den Wendler zu retten. Der Wendler ist tot. Die sind alle tot. Chat ist eigentlich auch tot. Erfrieren wir jetzt einfach? Ist das jetzt das Ende? Sehr belicious, baut diese Wand. Dach über das Geothermal-Ding. Das schaffe ich nicht mehr. Das geht gar nicht, glaube ich, weil das, wir kommen gar nicht ans Dach ran. Stell die Heizung links in den Raum. In den Raum, oder was? Ey, guck mal. Wir haben eine Heizung hier. Noch eine Heizung hier. Dann müssen noch langsam die Räume warm. Wenn wir das hier zubekommen, bekommen wir das doch isoliert, oder nicht? Okay, wir holen mal den Wendler. Der Wendler wird jetzt hier reingebracht. Chat wird gleich flippen. So, die Tür ist jetzt zu. Hier sind minus 23 fucking Grad. Chat geht jetzt schlafen. So, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass Chat nicht erfriert in dieser Nacht. Das heißt, wir bauen in Chats Schlafzimmer ein Lagerfeuer. Und das bauen wir mit Serbilicious. Was macht Serbilicious? Jagt ein Edelfant. Nein. Scheiß mal auf Jagen. Scheiß auf Jagen. Nehmen jetzt Serbilicious und bauen dieses Lagerfeuer. Wir bauen jetzt überall Lagerfeuer hin. Was sagt der Chat? Und ich haben Parker, wir sind sicher. Ja, das ist cool, trotzdem. Es muss wärmer werden. Es muss wärmer werden. So. Dann nehmen wir das hier. Wir bauen in jedes Zimmer jetzt, wo jemand drin liegt, ein Lagerfeuer. Das Gute ist, Urkel ist tiefgefroren. Der wird nicht so schnell gammeln. Lüftung zu. Naja, innen drin, die Lüftung ist ja okay, wenn die auf sind. Wir müssen nur versuchen. Guck mal, oh, es wird wärmer. Erfriert. Hypothermie extrem 70. Wo ist Urkel? Wo ist Serbilicious? Der schläft jetzt hier. Es sind minus 18 Grad. Wird es langsam wärmer? 6 Grad, 4 Grad. Warum wird es kühler? Warum? Ich verstehe nicht. Draußen sind minus 25 Grad. Lüftung beim Generator. Ah, hier. Nee, das ist noch nicht fertig gebaut. Es gibt keine Lüftung, die abgeht zu unserem... Also dieser Trakt hier ist doch komplett verschlossen, wenn ich es richtig sehe, oder? Es ist doch alles verschlossen, oder? Check nochmal das Dach. Habe ich gerade. Da sind überall Dächer drüber. Das stimmt alles. Dauert halt. Okay, wir warten, wir versuchen mal die Nacht zu überleben. Stirbt Lisa. Jetzt mal. Ich glaube, der nächste, also der Wendler könnte sterben. Ja, der Wendler könnte in der Nacht sterben. Sanzo könnte in der Nacht auch sterben, theoretisch. Serbilicious, dem geht's gut. Okay. Erstmal alle zu Chat. Ja, Chat. Oh, guck mal hier. Guck mal, bei Chat ist richtig geil warm. Da ist mega kuschelig. Spürt ihr es?
So. Ja, 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 läuft. Was wollen selbst die Dach an sich verwenden? Meint ihr das hier? Wie gesagt, Dach ist überall drüber. So. Bau doch die Feuer weiter. Ja, warte mal. Wir warten jetzt erstmal die Nacht ab. So, Sanzo ist jetzt wach. Der will was essen. Wir lassen ihn erstmal was essen, damit er nicht flippt. So, der geht in seinem Raum was essen. Sir Belicious ist jetzt auch da. Wir bauen mit Sir Belicious das hier schnell. Also die nächste Heizung. Und dann... Sir Belicious hat einen Wutanfall. RIP. So, wie geht es Chat? Nicht mal essen darf ich. Ja, I know, ich hätte dich essen lassen sollen. Scheiße. Jetzt hau ich hier alles kaputt. Wie geht's Lisa? Stimmt, wo ist Lisa? Lisa baut jetzt gerade hier das Dach. Bei ihr ist nur zitternd, ist alles gut. Also sie kann es doch bauen, guck mal. So, jetzt müsste es dramatisch wärmer werden hier drin. So, Lisa baut. Geil, guck mal. Schaut euch Lisa an. Geheilt. Ja, und wir bauen hier noch eine Heizung rein. Sir Belicious, chill doch mal jetzt kurz. Tür beim Generator. Guck mal, hier. Alter, geil. Okay, aber wie bekommen wir jetzt die Wärme hier in die Räume rein? Wir müssen die Türen aufmachen. Ich muss aber erst hier zubauen. Vielleicht hier sogar zu. Warte mal, was ist das hier? Granit. Ist das hier auch Granit? Nein, ist Schiefer. Haben wir noch Schiefer? Ah, ich brauche eine Granitwand. Wo ist Granit? Da, das Granit. So, wir bauen also hier und dann eine Tür aus Granit, please. Das Sandstein. Das ist Granit. Kann die Lisa bauen? Was macht sie gerade? Trägt Stahl zu einer Heizung. Okay, wir lassen sie erstmal das bauen. Hoffentlich wacht Chat gleich auf. So, wir haben hier 19 Grad, 16 Grad, 1 Grad beim Wendler. Hypothermie extrem. Chat ist wach. Geil. Okay, wo ist Chat? Der versorgt erstmal den Wendler. Okay. So, die essen jetzt hier. So, 116 Grad. Genau das brauchen wir jetzt. Davon muss ich aber erstmal das hier zubauen. Ja. Konstruktion fehlgeschlagen. Fuck. Ich muss auch noch ein Grab ausheben für... Oh. Oh, guck mal, wie geil warm das hier ist. Wenn das hier zu ist und wir das hier aufmachen, dann wird es in dem ganzen Gebäude mega geil warm. So, guck mal, die Heizung. Ey, das ist so krass, wie kalt es ist. So, die bauen das hier. So, Tür ist zu. Jetzt machen wir es folgendermaßen. Auf. Au. Nee. Offen lassen, genau. Offen lassen, genau. Offen lassen, offen lassen. So, mit wem können wir da reinlaufen? Mit Lisa? Nee, wer hat eine gute Laune? Chat flippt ja gleich. Fuck! Wurde beleidigt, Kater, kein Thronsaal, unansehnliche Umgebung, Leiche gesehen, Fuck my life! Der entspannt sich aber gerade. So, warte mal, lass mal mit Sir Belicious, wenn er hier fertig ist. Ich muss mal ganz kurz da reinlaufen. Und dann wieder raus. Und dann hier rein. So, und jetzt sollte sich das verteilen.
Ja, 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 wärmt alles auf. Wärme alles auf. Risiko Zusammenbruch schwer bei Chat und bei Lisa. Lass mich mal ganz kurz mal hier gucken, was ich hier machen muss. Bauen. Was? Dann bau da keine Lüftung. Wo denn? Wo baue ich gerade Lüftung? Hier. Ja, die können wir ab. Dann machen wir es mit den Türen immer. So, hier ist schon fast zu warm drin, aber lieber ein bisschen zu warm als zu kalt. Hier drin werden es gerade 27 Grad. Feuer wieder aus. Okay, wir reißen das Feuer ab. Ich lasse das Feuer aber noch im Zimmer von Chat drin. So, Chat schlachtet auch gerade. Wisst ihr, was wir jetzt bräuchten? Geile Mahlzeiten. Aber wir haben leider kein Gemüse. So, erstmal erfriert keiner mehr, das ist schon mal gut. Außer Funky Beutlin, dem ist ein bisschen kalt. Serbi hat gekotzt. Ich mache jetzt die Temperaturanzeige wieder aus, kurz. Wir müssen das hier, die Sauerei hier wegmachen. Frage ist nur mit wem. Sansu könnte das machen. So, Sansu ist voll am Putzen, das ist geil. Der macht das Blut weg. Die Waffe hier können wir auch wegnehmen. Okay, der Boden wird von Serbilicious hier gebaut. Von mir aus. So, was für eine Temperatur haben wir jetzt? Das ist eigentlich okay. Okay, hier ist viel zu heiß drin. Der Wendler schwitzt gerade wie die Sau. Dann müssen wir das Feuer hier wieder abbrechen. Und das Feuer lassen wir nochmal, oder? Das Problem ist, dass Chat hier so außen nah an den beiden Türen ist. Das heißt, da geht immer wieder Temperatur verloren. Kältewelle ist vorbei. Was? Die Kältewelle ist... Oh Mann, jetzt war ich gerade voll auf den Winter eingestellt. Das heißt, wir müssen die Türen wieder zumachen. Wie viel Grad haben wir denn gerade draußen? Im Freien sind 2 Grad. Ja, aber es ist trotzdem noch ein bisschen kalt, oder? Chat ist auf Beleidigungstour. Fuck. Ihr Chat ist gerade geflippt. Wisst ihr, wie wir das dann demnächst machen? Wir werden das Dach hier lassen. Diese Tür hier lassen wir immer auf. Und wir machen hier einen Abluftschacht. Oder wir machen hier einen Abluftschacht, der immer die Luft in diesen Kanal bläst. Und wenn wir Wärme brauchen, machen wir den zu. Reißt die Feuer ab? Ja, also das Feuer hier reiße ich auf jeden Fall jetzt mal ab. Okay, aber das war's jetzt. Ich fasse jetzt nichts mehr an. Alles, was ich jetzt mache, führt nur zu einer Katastrophe. So, wir werden jetzt genau hier speichern. Speichern. Das war The Walking Dead Folge, also Staffel 2, Folge 5. Uiuiui. Das war jetzt am Ende aber nochmal knapp. Es könnte, also Chat ist gerade noch am Flippen. Wenn jetzt ein Angriff kommt, ist ein Problem. Also bei mir liegt, was? Also bei mir liegt jetzt eine Leiche im Raum für eine Woche. Ja, Lisa, da musst du jetzt mit leben. Aber die Leiche, die ist tiefgefroren, die stinkt nicht. Mach dir keine Sorgen. So, okay. Gut, dann war's das. Alter, was denn heute wieder?